Bin ja drin, aber jetzt nicht mehr. Ja, herzlich willkommen, schönen guten Abend zusammen zur mittlerweile, ich glaube, 15. Ausgabe von Dronic Live. Heute mit ja, sehr, sehr vielen Teilnehmern. Mein Name ist Alexander Thummes und ich freue mich, heute die Runde wieder moderieren zu dürfen. Und da ihr meine Speaker mit auf der digitalen Bühne die wichtigsten seid, würde ich erstmal die kurze Vorstellungsrunde mit euch machen. Es gibt alte, bekannte Gesichter und ich freue mich auch einige neue Gesichter. Und ich würde sagen, wenn alle einverstanden sind, fangen wir mit den neuen Gesichtern an. Jetzt gucke ich. André, du bist mal hier oben rechts direkt in der Ecke. André, wer bist du? Der eine oder andere hat dich ja vielleicht schon mal gesehen. Stell dich vor, wer bist du, was machst du? Ja, André Becker, ich bin, jetzt kommt der lange Titel, Head of International Solution Engineering und Produktmanager, da komme ich selber ins Stocken, bei Skydio, amerikanische Drohnenfirma, Weltmarktführer für autonome Drohnen. Noch nicht auf dem europäischen Kontinent, aber ich sitze schon mal hier. Vorher 4 Jahre bei DJI das Produktmanagement geleitet und davor bei Red gewesen. Die Leute, die sich mit Kinokameras auskennen, haben auch das schon mal gehört. Und ich freue mich, hier zu sein. Ja, vielen Dank, dass du auch spontan mir zugesagt hast. Ich habe schon gedacht, ihr kommt erst auf den europäischen Markt, weil die 3D-Drucker hinter dir stehen, die noch eure Drohnen erst drucken müssen. Aber ich glaube, ihr habt etwas, etwas professionelleres Gerät, weil man lacht schon. Vielen Dank, schön, dass du dabei bist. Jemand Neues in der Runde und er vertritt eine große Community. Freue ich mich, Chris, dass du heute auch dabei bist. Wen vertrittst du und wer bist du? Hallo, mein Name ist Christoph Bach. Ich bin vom Bundesverband Copterpiloten, bin Vorstandsvorsitzender und vertrete so eine große Community. Wir sind mitgliederstärkster Verband, haben 750 Mitglieder und fast 2800 Copterpiloten oder solche, die in dem Bereich tätig sind und treten für private wie gewerbliche Copterpiloten deren Interessen ein. Ja, schön, dass du heute auch dabei bist. Ja, merkt, die Community ist verschieden, die Hersteller haben wir. Natürlich brauchen wir auch ein paar Behördenvertreter. Nämlich mal, der oben links ist. Jan, ich habe das Gefühl, du sitzt auch noch in der Behörde und es ist nicht bei dir zu Hause. Wer bist du, was machst du und wen vertrittst du heute? Also in der Tat, ich sitze hier noch im Büro, weil ich hatte heute relativ viel zu tun, aber das kommt mal vor. Also mein Name ist Jan Dirks. Ich arbeite in der Projektgruppe Unbemannte Luftfahrt hier im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, BMDV. Ich muss mich da selber noch immer daran gewöhnen. Freue mich ganz besonders, hier zu sein. Wir sind eine ganz kleine Gruppe bei uns im Ministerium. Wir sind eigentlich also 2 Ingenieure, eine Juristin, ein Politologe, das bin ich, und dann haben wir noch Bürokräfte. Und ja, wir versuchen halt jetzt hier den neuen Verkehrsträger Drohnen noch stärker zu etablieren. Also da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Freue mich ganz besonders, hier zu sein, und freue mich auch über die ganz vielen Leute, die in den Chat reingeschrieben haben, wo sie herkommen, weil das ist super spannend für uns. Ganz herzlichen Dank. Sehr schön, danke auch an dich und euer BMDV, dass ihr auch diese Plattform mit uns wählt, auch hier, nämlich die Zuschauer, das sind ja die wichtigsten neben euch, nämlich die auch alle zu verbinden und dass wir auch viele Fragen stellen können. Ein nächster Vertreter, ein altbekannter Vertreter, den wir auch immer wieder gerne mit uns dabei haben, ist der Florian. Wer bist du, was machst du? Guten Abend zusammen, mein Name ist Florian Vogt. Grüße aus Stur bei Bremen. Ich wohne im Speckgürtel, wer das kennt, Speckgürtel von Bremen. Und bin bei der Luftfahrtbehörde Bremen tätig als Referent Flugbetrieb. Bin dort zuständig für alle flugbetrieblichen Belange der bemannten und der unbemannten Luftfahrt. Mache das zusammen in der unbemannten Luftfahrt mit einem Kollegen, der mich da unterstützt. Ja, und wie du bereits sagtest, wir hatten ja schon öfter miteinander zu tun. Freue mich auf die heutige Diskussion und mal schauen, was sich diesmal alles ergibt. Sehr schön, ja. Und auch jemand, der uns auch ganz wichtig ist, nämlich auch ich bin ein leidenschaftlicher Modellflieger, daher freue ich mich, dass auch nicht zum ersten Mal der Hans mit dabei ist. Wen vertrittst du? Im Hintergrund kann man schon erkennen. Hans, wer bist du, was machst du? Ja, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Hans Schwäger. Ich bin der Präsident des Deutschen Modellfliegerverbandes. Der Deutsche Modellfliegerverband vertritt über 85.000 Modellflugsportler. Und wir sind damit auch die größte Organisation für den Modellflugsport in Europa.
Vielen Dank. Also ich nehme das mal wörtlich. Christoph hat gerade gesagt, was er vertritt, was du vertrittst. Dann sollten wir nächstes Mal die aktiven Zuschauer auf Zoom von 90 ja mal langsam in die Tausende kommen. Also ich nehme mir mal ein Ziel, wenn ich nächstes Mal euch dabei habe, das schaffen wir auch noch. Und wenn nämlich der Waldemar noch ein bisschen Werbung macht, dann kriegen wir bestimmt noch ein bisschen Werbung dazu. Wer bist du? Denn normalerweise redet man ja nicht mit dir als Waldemar. Nee, nämlich als Reveal Rabbit auf meinem YouTube-Kanal. Ich teste dort Technik mit Schwerpunkt Drohnen, auch als Drohnenpilot tätig. Und ich vertrete halt so ein bisschen die Drohnen-Community, also die Hobbypiloten, würde ich das mal so nennen, ja. Gut, also das merkt man schon an dem Teilnehmerkreis heute. Wir sind bunt gemischt. Hersteller, Behörden und Community und Modellflieger, die ich jetzt mal nicht als Community betrachte, aber merkt, wir wollen heute eigentlich mit allen darüber reden, was ist eigentlich jetzt dieses Jahr alles Spannendes schon passiert? Was kommt so ein bisschen auf uns zu? Und bevor wir damit anfangen, diejenigen, die schon ab und zu mit dabei waren, kennen das. Es gibt so ein bisschen Etikette. Da gehe ich einmal ganz kurz drauf ein. Ihr habt es vielleicht schon festgestellt, ihr könnt nicht direkt mit uns reden, weil nämlich die Mikrofone und die Kameras von euch als Teilnehmern immer ausgeschaltet sind. Wir machen das aber trotzdem wie in der Schule. Da seht ihr, wer die Hand hebt, der kann natürlich auch mit den ganzen Teilnehmern heute dabei sind, sogar auch dann live reden und seine Frage live stellen. Alternativ habt ihr dazu die Möglichkeit, das über das Fragen- und Antwort-Tool zu machen. Nutzt den Chat, da gucken wir zwar auch rein, aber der fliegt sehr, sehr schnell weg. Den versuchen wir zwar auch so ein bisschen zu verfolgen. Würden wir euch aber bitten, wenn ihr eine Frage habt, stellt sie dann zu dem Thema, wo wir gerade sind, über die Funktion Fragen und Antworten. Chat können wir, wie jetzt gerade auch schon geschehen, uns guten Tag sagen, gucken, wo wir herkommen und wir lümpfen mit rein. Das Webinar zeichnen wir wie immer für diejenigen auf, die heute nicht teilnehmen konnten oder sich das im Nachgang nochmal angucken möchten. Wir stellen wie immer zu Eingangs auch eine kleine Umfrage. Da nur der Hinweis, die funktioniert nicht für diejenigen, die im Browser teilnehmen oder die bei Facebook teilnehmen, sondern die funktioniert bei denjenigen hier, die in der Zoom-App mit vertreten sind. Und keine Regeländerung, Fragen solltet ihr auch natürlich sofort stellen. Wenn wir das so ein bisschen, habe ich das geclustert, mit unseren Speakern heute so ein bisschen themenrelevant. Stellt also dann die Themen nicht ganz am Ende, haben wir zwar auch nochmal die Möglichkeit, aber wir beantworten eure Fragen auch immer in den Blöcken, wo wir gerade ein bisschen unterwegs sind. Also freuen wir uns natürlich auch wenn ich mir natürlich als Moderator einige Fragen schon im Vorfeld überlegt habe. Vorab habe ich gerade schon angekündigt, bevor wir dann wirklich mit unseren Speakern einsteigen, geht die erste Frage an euch als Teilnehmer. Denn so grob das Gefühl zu geben, wie kennt ihr oder wie gut kennt ihr schon das Drohnenjahr 20 oder das Modellflugjahr 2022? Hat es für gesagt der eine oder andere von euch, naja, wir haben den Jahreswechsel gehabt, wir haben nicht gut verbracht, wir haben nur schlechtes Wetter und es ist windig. Ich kenne gar keine Änderungen, die sie ergeben haben. Ja, oder seid ihr total tief im Thema schon mit drin? Lest das genauso wie wir alle, die hier heute euch vortragen, verfolgt auch alle regelmäßig die Änderungen. Oder habt ihr einfach über die normalen Kanäle, wie heute auch unser Webinar ist, mal so ein bisschen was mitgenommen? Dann schauen wir uns das mal an. Die Erstantworten fliegen rein. Ich gebe nochmal so 2, 3, 4 Sekündchen, bevor wir die Umfrage schließen. Mach mal, es kommen immer noch viele Antworten rein. Aber ich glaube, es ist bunt gemischt. Ich habe gesehen, ich habe noch eine falsche Frage drin gelassen. Aber ja, ich kenne beides, passt auch. Die Antwort wäre eigentlich, glaube ich, falsch. Ich weiß gar nicht, warum niemand reingeflutscht ist. Eigentlich wären die ersten drei gültig gewesen. Dann machen wir den 5, 4, 3, 2, 1. Dann schließe ich mal die Umfrage und gebe jetzt die Ergebnisse bekannt. Und ich hoffe, alle ihr seht die Ergebnisse. Also man merkt, was wir erwartet haben, dass tatsächlich, und das ist erfreulich, ich glaube auch für die Regulatoren unter euch, ne, wie Jan und wie Florian, dass sich die Community und auch alle schon mal ein bisschen mit den Regeln zumindest beschäftigen und nicht ganz gesagt haben, war nur ein Jahreswechsel, hat sich Neues gegeben. Aber ich glaube, man sieht, ich habe mal hier und da was von erfahren, ist die Antwort, die am meisten geklickt wird. Im Detail kann ich mir nicht genau sagen, was sich alles geändert hat. Da versuchen wir heute mal ein bisschen Licht ins Dunkle für euch zu bringen. Sehr schön. Wie es immer so ist, wir fangen mal mit dem ganz trockenen Stoff an, aber sicherlich perfekt vorgetragen von den beiden, nämlich was hat sich eigentlich jetzt zum Jahresbeginn geändert aus regulatorischer Sicht? Florian, das ist ja sicherlich eine Sache, wo der Jan zum Glück nicht ganz so viel mit zu tun hat, ihr immer wieder gefragt wird, gelten eigentlich die alten Kenntnisnachweise noch 21D und 21E für den Modellflug noch? Was machen wir damit eigentlich?
Ja, die Kenntnisnachweisthematik, genau, die ist immer brandaktuell, wobei die sollte so langsam aussterben. Denn prinzipiell kann man jetzt sagen, dass seit dem Jahreswechsel zumindest für die Subkategorie A1 und A3 der Kenntnisnachweis der Alte nicht mehr anwendbar ist. Das heißt, wenn ich jetzt ausschließlich in A1 oder A3 fliege, dann muss ich mittlerweile den neuen EU-Kenntnisnachweis auf der Plattform des LBAs erworben haben. Da muss man sich dann ja registrieren und kann das Ganze online machen in einer Schulung mit einem anschließenden Test und kriegt dann ja so ein Kärtchen nach Hause geschickt. Das Einzige, wo theoretisch noch eine Möglichkeit, wo es noch eine Möglichkeit gäbe, dass der 21D-Nachweis der Alte Anerkennung findet, ist übergangsweise bis Jahresende, wenn ich ihn als Ersatz für den A1, A3 im Rahmen des A2-Nachweises nutze. Das ist jetzt ein bisschen komplex, das ganze Thema. Also alle, die jetzt einen A2-Nachweis haben und noch den 21D dazu nutzen, plus die Selbsterklärung, das ist in Ordnung bis Jahresende, aber kümmert euch darum, den europäischen A1, A3-Nachweis jetzt nachzuholen. Für alle, die nur auf Basis von A1 und A3 fliegen, für die gilt das nicht. Die brauchen tatsächlich jetzt den europäischen Nachweis seit Jahresbeginn. Und zum 21E kann ich nur so viel sagen, dass er im Rahmen der EU-Verordnung in der offenen Kategorie keine Anwendung findet, keine Anerkennung findet, auch keine Anerkennung gefunden hat. Und inwieweit er jetzt im speziellen Rahmen des Betriebs von Flugmodellverbänden oder Flugmodellvereinen Anwendung findet, da wird Hans bestimmt gleich noch was zu sagen. Aber so viel dazu erstmal. Macht den A1, A3 jetzt zeitnah auf EU-Basis, bitte. Bevor wir uns, glaube ich, das nach hinten schieben und vergessen, Hans, was ist denn aktuell mit dem Kenntnisnachweis oder 21E-Nachweis? Mach dich eben Mikro an. Okay. Ja, gut. Also, wie gesagt, die Modellflieger haben ja sowieso eine Sonderregelung bekommen in der Umsetzung, dass wir also einen Umsetzungszeitraum von 2 Jahren bekommen haben, der also jetzt am 31.12.2022 ausläuft. So, und im Moment arbeiten wir noch mit dem Kenntnisnachweis nach 21E für unsere Mitglieder. Und mit Sicherheit wird auch der Kenntnisnachweis später in den Betriebserlaubnissen der Verbände auch seinen Weg wieder finden. Und wir haben also auch in unserem Antrag ganz klar deutlich gemacht, wir haben ja jetzt viele Kenntnisnachweise draußen. Auch gerade jetzt im Jahr 2021 haben noch etliche Modellflieger den Kenntnisnachweis abgelegt. Und wir haben also den Vorschlag gemacht, dass man die Kenntnisnachweise so lange bestehen lässt, wie sie jetzt ihre Gültigkeit haben. Und dann erst nachdem der Kenntnisnachweis oder die Gültigkeit ausgelaufen ist, hier man den dann neu machen muss. Wunderbar. Also können wir festhalten, kurz und knapp. 21E Kenntnisnachweis Modellflug bleibt weiterhin bestehen bis Ende dieses Jahres. Übergangsfrist bleibt damit drin. Florian hat gesagt, jetzt kommt was ganz Wichtiges nochmal ganz kurz und knapp. A1, A3 machen beim LBA. Und wer noch einen alten Kenntnisnachweis Paragraph 21D hat in der Kombination mit A1, A3, ist dieser dann auch gleichwertig wie A2. Korrekt, Florian? Ich hoffe, ich habe das ganz kurz wiedergegeben. So. Ja, ein Sprechfehler, also in Kombination mit der Selbsterklärung, nicht in der Kombination. Okay, genau. Alles klar, wunderbar, haben wir das hinbekommen. Wunderbar, dann haben wir das schon mal, ja. Jetzt muss ich gucken, wieder in die Präsentation, dass mir die Frage nicht weggeht. Auch die Frage, jetzt gucke ich mal in deine Richtung, Florian, bevor wir auf Jan eingehen. Der hat ja auch was Tolles vorgestellt dieses Jahr mit seinem Team und dem Team der DFS. Die Frage noch, die kommt auch mal wieder auf, was passiert eigentlich mit den Bestandsdrohnen? Es gab ja auch eine Information vom DMDV, was mit Bestandssystemen jetzt gerade zu tun und was man damit machen kann. Also bei den Bestandsdrohnen, das sind ja alle Kopter, die keine C-Klassen-Zertifizierung haben und bis zu einer gewissen Deadline auf den Markt gebracht wurden. Diese Deadline ist noch nicht erreicht. Das heißt, alle Kopter, die derzeit fliegen, sind Bestandskopter. Soweit erstmal dazu. Und bei den Bestandskoptern verhält es sich so, dass sie die dieses Jahr noch ganz normal nach den Regularien, die bekannt sein sollten, fliegen dürfen. Das heißt,
alles, was bis 500 Gramm gilt, geht, dann entsprechend in A1 fliegen dürft, ohne Kenntnisnachweis. Alles, was über 500 Gramm ist, bis 2 Kilogramm, dann entsprechend in der limitierten A2-Kategorie fliegt und alles darüber hinaus in der A3-Kategorie fliegt. Da gab es ja auch ein ganz schönes Geschenk vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr Anfang des Jahres. Das war ja eigentlich so die wichtigste Neuerung, wo wir auch gerade beim Jahresbeginn sind. Und wenn du jetzt auf die Bestandsdrohnen zu sprechen kommst, dann ist das auch zu erwähnen, dass diese 50 Meter Abstandsregelung zu unbeteiligten Personen ja jetzt im Moment für 8 Monate entfallen ist. Das heißt, wir dürfen bis zum 31.08. mit unseren Bestandskoptern, die schwerer sind als 500 Gramm, aber maximal 2 Kilogramm wiegen in der Startmasse, jetzt nach den Regeln der Subkategorie A2 fliegen. Das heißt, ihr dürft bis auf 30 Meter ranfliegen. Und wenn eure Bestandsdrohne einen Langsamflugmodus derart aufweist, dass er 3 Meter pro Sekunde in der Geschwindigkeit, in der Horizontalgeschwindigkeit nicht überschreitet, dürft ihr sogar bis auf die 5 Meter Abstand zu den unbeteiligten Personen heranfliegen. Das ist zum Beispiel der Tripod-Mode, den einige kennen. Der Cine-Mode, da müsst ihr gucken, soweit ich weiß, hat der 5 Meter pro Sekunde. Da müsst ihr also differenzieren bei euren Drohnen und gucken, ob diese 3 Meter pro Sekunde eingehalten werden. Und somit kommen wir zu dem Schluss, dass ihr zumindest bis Ende des Jahres erstmal noch so weiterfliegen könnt wie letztes Jahr und eventuell dann ab nächstem Jahr, ab 2023, eventuell dann mit euren Bestandsdrohnen nur noch entweder in A1 oder A3 fliegen können. Da müssen wir mal gucken, ob sich die EU-Kommission und die EASA dazu hinreißen lassen, die Deadline vielleicht nochmal zu verlängern. Aber im Moment steht diese Deadline Ende des Jahres, ist mit der limitierten A2-Kategorie Schluss. Alle diese Drohnen fallen dann in die A3-Subkategorie. Wow, das war viel. Deshalb glaube ich, das Gute, dass wir das auch aufzeichnen. Dann kann man sich das nochmal angucken, ne? Und nochmal Revue passieren lassen. Aber vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ja, Jahresbeginn. Die letzten Jahre hat die DFS mal das gemacht. Wir haben eine DFS-App gehabt. Mit Gründung der Dronic hatten wir eine Dronic-App, um früher unsere Flugverbotstatbestände zu prüfen. Die heißen ja nicht mehr Flugverbotstatbestände. Die sind ja in § 21h mittlerweile geschrieben. Das sind die Geozonen. Ja, und irgendwie, Jan, hattet ihr, glaube ich, eine Verpflichtung, dass die Bundesrepublik Deutschland etwas tun musste. Ihr musstet Daten veröffentlichen. Und was habt ihr damit gemacht? Jo, in der Tat, also erstmal herzlichen Dank, Florian, weil ja, ich habe mir das alles schön nochmal ordentlich aufgeschrieben und es passte 1:1 genau zu dem, was ich hier auch noch stehen hatte, falls diese Frage auftaucht. Aber kommen wir jetzt mal zu der Verpflichtung. Also wir müssten tatsächlich die sogenannten geografischen Gebiete veröffentlichen und zwar digital veröffentlichen. Und das hätten wir tun müssen bis zum 31. Dezember des letzten Jahres. Wir haben es fast geschafft. Es war ganz knapp. Es war wirklich haarscharf. Wir haben dann am, ich glaube, 10. Januar hatten wir das dann geschafft, gemeinsam mit der DFS eben die sogenannte DPOL, also die digitale Plattform des Bundes für die unbemannte Luftfahrt, an den Start zu bringen. Und ursprünglich hatte ich gedacht, ich zeige hier einen Link zu dieser DPOL, aber das ist so einfach. Also wenn Sie jetzt zu Hause gerne mal schauen wollen, was bedeutet das eigentlich, digitale Plattform, unbemannte Luftfahrt, dann geben Sie entweder in Google einfach DPOL ein oder Sie nehmen die Adresse www.dpool.de. Also das ist wirklich sehr einfach. Und diese digitale Plattform, eben haben wir es schon gesagt, die enthält natürlich eine Art Map-Tool. So, und dieses Map-Tool stellt eben die geografischen Gebiete dar. Das heißt, jene Gebiete, in denen man eben nur unter bestimmten Bedingungen fliegen kann. Und auch das war eine Änderung, die wir mit dem Gesetz zur Anpassung der nationalen Regelung an die DVO, mehr erzähle ich jetzt nicht, weil der Titel ist ewig lang, die wir geändert haben. Denn früher war es eigentlich ein Verbotstatbestand, in die geografischen Gebiete einzufliegen. Heutzutage ist es ein Ermöglichungstatbestand. Das heißt, unter bestimmten Bedingungen ist von vornherein klar, ich darf in die geografischen Gebiete mit einfliegen. Die DPOL hat aber auch noch eine ganze Menge mehr. Also die hat eine Datenschnittstelle. Das heißt also, die Geobasisdaten der geografischen Gebiete werden eben über einen Darstellungsdienst, nämlich den Webmap-Service, dargestellt. Und es gibt auch eine Drohnenwissensdatenbank. Die ist allerdings, muss ich gestehen, die ist noch nicht allzu voll. Aber die wird natürlich im Laufe der Zeit jetzt immer stärker aufgefüllt. Da kommen also alle möglichen Informationen, sei es rechtlicher Art, sei es auch praktischer Art, also auch technische Fragen und so weiter, werden da alles in die Wissensdatenbank mit eingespeichert. Aber unser Ziel eigentlich mit dieser DPOL, also der digitalen Plattform Unbemannte Luftfahrt, geht noch weiter, denn wir wollen sie eigentlich weiter ausbauen innerhalb der nächsten Jahre, damit es also das
Tool oder das Zentrum sozusagen für die Drohneninformationen ist. Also wer dann mit der Drohne fliegen möchte, der findet da alles. Der findet dann da Online-Anträge und die Genehmigungen dazu. Also ne, der kann sich also von vornherein eben dort eben seine Anträge, zum Beispiel eine offene Betriebsgenehmigung und so weiter, erstellen. Es ist sind Überlegungen in Richtung Routenplaner, also dass sie von vornherein eben sozusagen ihren gesamten Drohnenbetrieb hier planen können. Und es sollen zum Beispiel auch Wetterdaten mit draufkommen, sodass eben klar ist, ne? Sie können Ihre Drohne dann fliegen, wenn das Wetter eben auch einigermaßen das zulässt. Das wird dann sehr häufig aktualisiert durch den Deutschen Wetterdienst. Und das sind eigentlich nur einige Punkte, die wir mit dieser DeepPool, auf die wir zielen, weil wir der Auffassung sind, wir brauchen einfach mal sozusagen ein großes Webtool, das im Grunde genommen alles, was mit der Drohne zu tun hat, Ihnen ermöglicht, sodass Sie gar nicht mehr weiterklicken müssen, sondern eigentlich nur noch auf die DeepPool klicken müssen. Und dann finden Sie alles, was Ihr Herz begehrt für den Drohnenbetrieb. Ja, das ist aber eine gute Starthilfe. Wir kennen es ja, die Daten sind, die Kartenerstellung kennt jeder aus der alten Dronic DFS-App ja schon, die wir bereitgestellt haben. Da sind noch im Moment ein paar mehr Informationen drin. Ihr baut ein bisschen auf, das heißt, die Daten, die ihr habt, stellt ihr ja auch, da kommen wir gleich sicherlich zu, wie André von SkyView demnächst auch den Herstellern. Das ist ja das ganz Wichtige, denn das ist ja deshalb auch, glaube ich, EU-gleich, dass jedes Member State der EU oder EASA halt auch den Herstellern diese gleichen Datensätze, glaube ich, auch schickt. Ne? Dass wir endlich wissen, mit einer Drohne von SkyView, die hat die gleichen Karten und die sind in der Lage, die gleichen Karten in ganz Europa zu liefern, auf dem gleichen Stand. Ja, und das war tatsächlich auch ein Diskussionspunkt, den wir hatten mit der DFS, aber den haben wir tatsächlich geklärt. Also diese Daten werden auch bereitgestellt. Sehr schön, genau. Also man merkt, eine Plattform da, die jetzt zentral geliefert wird, dann dürfte es da keine Diskussion mehr geben, denn das ist das, wo ihr alle dann drauf basiert. Das heißt, ich kann das vorwegnehmen, wir als Dronic nutzen den gleichen Datenbestand in unserer App, die wir auch nutzen. Da ist das ja auch ein bisschen raus entstanden, die DeepPool mit neuen Funktionen. Und wir machen natürlich auch ein bisschen weiter. Mal gucken, was wir noch rauskitzeln. Jan, eine Frage. Ich glaube, ich stelle die Frage mal. BOS, es kommen ganz viele Fragen an BOS. Hat sich für BOS was geändert? Letztendlich nein. Also es ist immer noch tatsächlich so, dass die Behörden und die Organisationen für Sicherheit letztendlich hier nicht den Regelungen unterliegen, die wir sonst so haben. Da gibt es immer große Diskussionen, nämlich die Frage, müssen die sich qualifizieren, müssen die sich registrieren und so weiter und so fort. Denn wir gehen eben davon aus, dass Behörden und also Organisationen mit Sicherheitsaufgaben brauchen wir gar nicht drüber reden, aber dass das eben auch Behörden sich natürlich an Recht und Gesetz halten und dass diese Behörden trotz allem, und wir haben dazu schon sehr viele Anfragen, also auch gerade beim Luftfahrtbundesamt, dass sie trotz allem natürlich sich qualifizieren und diese Drohnen eben auch tatsächlich sicher betreiben. So einen ganz kleinen, eine kleine Einschränkung möchte ich hier vielleicht tun. Das ist, wenn wir da später vielleicht drauf kommen, ist nämlich auch eine Neuigkeit, die uns erwartet. Das sind die sogenannten U-Space-Gebiete. Hier sind wir noch am Überlegen, ob möglicherweise, und das sage ich jetzt so ganz vorsichtig, weil das ist wirklich noch am Überlegen, ob möglicherweise eine Trennung stattfinden kann zwischen Behörden auf der einen Seite und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben auf der anderen Seite, weil eben einfach die Sicherheitslage in den sogenannten U-Space-Gebieten das möglicherweise nicht ermöglicht, dass die Behörden ohne Registrierung und so weiter fliegen können. Ja, ich glaube, das können wir vorwegnehmen. Wir werden ein Webinar auch zum Thema U-Space nochmal bringen, Handlungsempfehlungen und auch unsere Erfahrungen, die wir bringen. Da kommen ja ganz viele Sachen auf uns zu, nämlich, dass die Regelungen teilweise, die gegeben werden, eigentlich schön gemeint sind, aber plötzlich die Sicherheit nicht mehr erhöhen, sondern tatsächlich bestimmte Sachen ja dann plötzlich nicht mehr so einfach sind und nicht gerade die Sicherheit erhöhen. Das werden wir sicherlich in einem der nächsten Webinare nochmal bringen. Ich merke schon, ich frage mal in die Runde an die Teilnehmer, ihr könnt einfach die Hände mal heben. Hättet ihr Interesse, dass wir mal bewusst ein Webinar machen zum Thema BOS? Was gilt, was darf ich nicht? Auch nicht nur, was luftrechtlich ist, da würden wir auch mal ein bisschen die juristischen Beistand. Ach, Jan, ich merke schon, die Hände kommen nach oben. Und Florian, ich glaube, ich brauche euch beide irgendwann öfter nochmal zum Thema BOS. Wir brauchen nicht mehr zu fragen, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Ich habe als Aufruf genommen, wir werden das Thema BOS mal besonders behandeln und gucken mal, wie wir es aufbereiten. Also vielen, vielen Dank fürs Händeheben. Ganz tolles, spannendes Thema. Genau, dann nehme ich mit und weiß, wenn ich das mitnehme, wenn es spannend ist, dann hoffe ich, dass du auch mit dabei bist. Aus Sicht BMDV, gibt es noch was Wichtiges, was du als Anliegen hast auf deinem Zettel stehen, was es jetzt vielleicht nicht gerade sich jetzt geändert hat oder was noch kommen wird? Naja, es gibt eine ganze Reihe an Punkten. Also es ist ja tatsächlich so, wir bekommen häufiger auch diese
durchaus in manchen Fällen berechtigte Kritik, dass eben dieser gesamte Bereich ausgesprochen kompliziert ist und dass es häufig eben auch für Drohnenbetreiber ausgesprochen schwierig ist, sich durch den Dschungel der Rechtsetzung sozusagen durchzuschlagen. Ich will da auch niemanden blamen. Es hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass man von Europa gewisse Vorgaben bekommt, die man dann eben tatsächlich national umsetzen muss. Aber es gibt natürlich dann jetzt innerhalb dieses Gesetzes immer wieder Fragen, die wir dann auch noch weiter bearbeiten, die wir dann eben auch mit dem Luftfahrtbundesamt insbesondere und auch mit den Ländern oft besprechen. Das sind so Themen wie zum Beispiel Flugplatzzwang. Also ne, es kann natürlich nicht sein, dass eine Drohne nur von einem Flugplatz aus starten darf. Oder die Frage der Löschungsfrist der Registrierdaten. Das sind natürlich alles so Kleinigkeiten. Ich könnte da jetzt eine ganze Menge an weiteren Beispielen aufzählen, die ich hier auf meinem Bildschirm stehen habe. Aber das sind halt einfach so Einzelheiten innerhalb des Gesetzes, wo wir einfach noch Anpassungen vornehmen müssen, weil der Bereich insgesamt doch ausgesprochen komplex ist. Genau, also da habe ich gleich eine Frage noch an auch an die Community, wenn wir mit dem Christian sprechen. Aber wir merken, ihr macht ja nicht nur alle Gesetze, teilweise werden euch Sachen ja, das ist, glaube ich, muss man verstehen, die EASA, die EU-Kommission gibt uns als Landesbundesrepublik Deutschland ja Sachen vor, die ihr dann umsetzen müsst, besten Gewissen und Wissens in nationale Gesetze, so wie sie ja schon Jahre entstanden sind. Das ist, glaube ich, nicht immer einfach, was man da versucht. Ne? Oh, in der Tat, das ist teilweise ausgesprochen ein zähes Geschäft. Der Florian kann da sicherlich auch ein Lied von singen. Es ist nicht immer ganz einfach, da wirklich alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union eben so über einen Kamm zu scheren oder zusammenzubringen. Aber ich möchte auch vermeiden, jetzt sozusagen die Europäische Union hier an den Pranger zu stellen. Es ist natürlich schon so, dass wir als Mitgliedstaaten dann letztendlich auch den Regelungen, die 947, 945, die 664 und so weiter, dass wir denen eben auch allen zustimmen. Also als Mitgliedstaaten. Und von daher liegt es natürlich teilweise an uns. Aber ich möchte noch einen letzten Satz dazu sagen, nämlich der Punkt ist natürlich auch der, wir wollen hier, und das habe ich eben auch zu Anfang so ein bisschen gesagt bei der Vorstellungsrunde, wir wollen hier einen neuen Verkehrsträger etablieren. Und dieser neue Verkehrsträger kommt in einen Luftraum, in dem schon eben oder in Lufträume, in denen eben schon bestehende Strukturen da sind. Und Sicherheit geht uns natürlich über alles. Und deswegen ist es manchmal tatsächlich so, dass ich vielleicht der oder die eine oder andere die Haare raufen, die eben eine Drohne betreiben wollen und dann feststellen, oh verdammt nochmal, das ist aber alles wirklich sehr komplex und sehr kompliziert. Aber wir müssen natürlich auch sehr stark uns ein bisschen vortasten. Wir müssen nur ein bisschen gucken, wie funktioniert denn alles und klappt das denn alles auch so? Und da steht natürlich Sicherheit dann ganz oben auf der Agenda. Und ja, vielleicht kommt daher auch manchmal der Eindruck, dass wir manchmal ein bisschen eher zu viel machen als zu wenig. Aber bei berechtigter Kritik ändern wir das auch. Genau, vielen Dank für die Worte. Ich glaube auch, deshalb sitzen wir auch hier, wir reden viel. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber am Ende des Tages finden wir die Lösung. Dann habe ich so eine Karte bei mir in der Hand. 50 Jahre Mitglied, 50 Jahre DMRV gibt es schon. Mein Mitgliedsausweis, Hans, darf und kann ich eigentlich jetzt Modellflug noch machen, wenn wir jetzt mal einen harten Cut machen hier. Wenn ich über 120 Meter fliegen will, darf ich das noch? Also ich habe ja eben schon mal angeschnitten, die Modellflieger haben ja noch eine Übergangsphase bis zum 31.12. oder bis zur Erteilung der Betriebserlaubnis. So, und sofern ich mich an alle anderen Dinge halte hier, dass ich eben Erlaubnis vom Grundstückeigentümer habe, dass ich im Besitz des Kenntnisnachweises bin, dann darf ich das. Ich glaube, wir können auch sagen, heute haben wir auch beide ja Dornick und DMRV vorne eine Presseinfo rausgegeben, dass wir auch dafür sorgen wollen, nämlich einmal unsere Dronic-App so zu bauen, dass wir auch den Modellflug validieren können, dass also jeder Modellflieger in Zukunft auch sicher sein kann, wenn ich dort fliege, bin ich im kontrollierten Luftraum oder nicht. Da haben wir auch eine Challenge und auch noch was auf die Fahne geschrieben für dieses Jahr. Ja, und ihr habt ja auch noch euch was auf die, du hast es gerade schon mal so angedeutet, nicht nur beim Florian laufen viele Betriebserlaubnisanträge auf, sondern ihr habt auch ein ganz großes Werk ans Luftfahrtbundesamt geschickt. Das ist euer Antrag auf eine Betriebserlaubnis. Warum müsst ihr das stellen? Ja, was steht dahinter? Also, dass wir die stellen müssen, das ist ja schon in der Europäischen Drohnenverordnung festgelegt worden und ist auch in der Luftfahrt übernommen, dass also die Verbände eine Sonderregelung haben, die Modellflieger, weil wir eben aufgrund unserer guten Sicherheitsbilanz hier ist es uns gelungen, den Modellflug eben aus den Restriktionen hier für die offene Kategorie rauszuhalten, sondern dass wir als Verbände eben eine Betriebserlaubnis bekommen und unter dieser Betriebserlaubnis wir den Modellflug abwickeln können. Der DMV hat also schon in 2020 hier den ersten Antrag gestellt
Der ist aber leider nicht bearbeitet worden. Und nachdem dann im letzten Jahr die LuftVO in Kraft getreten ist, hier haben wir noch ein paar Ergänzungen eingebracht und haben den wieder beim BMDV eingereicht. Hat leider dann auch fast bis zum Jahresende gedauert, bis man festgelegt hat, wer jetzt dafür zuständig sein wird. Also wir wissen seit Anfang Dezember, es liegt in den Händen des Luftfahrtbundesamtes. Wir haben inzwischen auch schon Gespräche mit dem Luftfahrtbundesamt geführt. Wir mussten, war ja klar, dass nicht unser Antrag in der ersten Lesung durchgeht hier, sondern dass da doch noch die eine oder andere Ergänzung notwendig sein wird. Das ist inzwischen von uns eingepflegt worden und wir warten eben auf das Feedback vom Luftfahrtbundesamt. Für uns war wichtig, in der Antrag für die Betriebserlaubnis nicht DMV-eigene Regeln festzuschreiben, sondern wirklich auch darauf zu achten. Wir haben ja Regeln für den Modellflug, die auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Für uns ist die oberste Priorität natürlich, weiterhin einen sicheren Modellflugbetrieb durchzuführen. Wie informieren wir unsere Mitglieder? Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Part hier. Wie informieren wir sie? Wie schulen wir sie? Wie gehen wir mit Dingen um hier, wenn es Abweichungen gibt und Verantwortlichkeiten hier? Das waren also die ganz wichtigen Punkte, die wir alle in unseren Antrag eingebracht haben. Und ich hoffe auch, dass wir baldmöglichst ein Feedback bekommen. Und die Kollegen vom Luftfahrtbundesamt haben uns auch zugesagt, hier, sie würden so schnell es geht unsere Anträge, das gilt ja auch für die Kollegen von dem anderen Verband, unsere Anträge bearbeiten. Und wir hoffen eigentlich, dass wir zu Beginn der Flugsaison 2022 unter der Betriebserlaubnis fliegen können. Das ist im Moment so Stand der Dinge und ja, glaube ich, mehr gibt es ja im Moment erstmal nicht zu sagen. Laut unseren Gesprächen, das habe ich auch rausverstanden, also das hohe Ziel ist den Status quo, was das Fliegen angeht, mit den Freiheiten, die wir kennen, die zu erhalten. Da freue ich mich ja auch drauf. Ich kann weiterhin meine Segelflugzeuge kaufen und in hohen Höhen fliegen, wo es erlaubt ist und der Luftraum das nicht einschränkt. Aber sicherlich wird es durch die EU-Verordnung, das ist ja nicht, was ihr erfunden habt, sicherlich andere Regeln geben, wo man ein paar neue Sachen auch mal machen muss, auch als Modellflieger in Verfahren, in Meldewesen oder sowas. Aber das Ziel, und ich glaube, das ist das Wichtige, wir können weiterhin so wollen, wir wollen. Und Jan, das ist das Gute, dass er auch nickt, dass das Ziel auch ist, des Verkehrsministeriums, nämlich auch diesen Status quo zu erhalten. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und ich glaube immer, Florian, ich glaube, wir sollten noch mal eins erklären, auch Hans, wenn ich euch beide als Behördenvertreter nehme. Wichtig ist, glaube ich, immer draußen zu sagen, achtet, wie er fliegt. Ich kann diese über 120 Meter, diese Regeln für den DMRV, kann ich auch nur machen, wenn ich hobby- und freizeitmäßig fliege und im DMRV Mitglied bin. Sobald ich eine gewerbliche Tätigkeit ausübe, kann ich nicht mehr meine Gold- oder meine DMRV-Mitgliedskarte ziehen und sagen, ey, ich bin jetzt im DMRV, denn dann wird der Florian, glaube ich, ungemütlich, weil damit kann ich nicht gewerblich fliegen. Korrekt, Florian? Genau, wichtig ist auch zu unterscheiden, ich kann hobbymäßig fliegen im DMRV als Verbandsmitglied nach den Regeln des DMRV. Das ist alles okay. Ich kann aber auch hobbymäßig ohne den DMRV fliegen nach der offenen Kategorie in A1, A2 oder A3. Und das muss im Kopf ganz klar und strikt getrennt werden, weil das komplett unterschiedliche Regeln sind. Das heißt, alle Hobbypiloten sollten wahrscheinlich am besten, weil die Regeln, denke ich mal, einfacher sind, ihr Hobby vielleicht im DMRV ausüben, weil sie da vielleicht mehr Vorteile haben. Weiß ich noch nicht so genau, wird man sehen. Und dann vielleicht das Hobbyfliegen in A1, A2, A3 lassen. Aber wie gesagt, unbeschadet dessen, es ist möglich in A1, A2, A3 sowohl hobbymäßig als auch gewerbsmäßig zu fliegen, aber nach den EU-Regeln dann. Genau. Gut, aber die bedeuten ja wesentlich mehr Einschränkungen, als wir uns an Freiheiten erhoffen. Und deshalb glaube ich, ist es für den Modellflieger nicht sinnvoll, außerhalb der Verbandsregel zu fliegen. Ja, das gilt ja nicht nur für den DMRV hier, genau. Es gibt ja noch einen weiteren Verband, der den Modellflug vertritt hier und beide Verbände werden ja auch eine Betriebserlaubnis bekommen. Genau. Man muss ja vergleichen, bei euch habt ihr, ihr habt zwar auch viele Drohnenflieger, Multikopterflieger oder sowas im Verband, die meisten fliegen ja klassisch, den klassischen Modellflug und wenn ich mit einem Jet fliege, mit einem Segelflugzeug, dann seht ihr, 120 Meter wären schon eine Einschränkung, mit der es sehr, sehr schwer ist, dieses Hobby weiter fortzuführen.
Trotzdem haben wir ja auch Ideen, wie wir das auch in Zukunft sicherer gestalten. Denn ich glaube, eins ist ganz wichtig, das kommt ja auch bei den BOS-Kräften gerade raus, die Frage, die ans BMDV geht. In Zukunft, umso mehr wir uns gegenseitig sehen und respektieren, egal für uns, egal wie sehen, und dass wir in Deutschland, in der Deutschland zeigen können, dass alle miteinander fliegen können, dann haben wir das richtigste Ziel nämlich erreicht. Denn das, glaube ich, ist das Ziel der Jan, was, glaube ich, egal was die EASA macht, was ihr macht, European Aviation and Safety Agency, merkt man schon am Begriff, wir wollen Sicherheit generieren und wollen nicht, dass irgendeiner ein unbemannt irgendwie Zusammenschlüsse passieren. Da sind wir alle mit beteiligt und ein bisschen so denken. Ich glaube, dann ist, glaube ich, zu sagen, daher machen wir diese Regel. Sicherheit generieren, Jan. Ne? Aber ich denke, das ist genau der Punkt. Sicherheit generieren. Das heißt, es muss eben sozusagen im Luftraum, wenn es immer enger wird, und das ist so. Wir wollen einen neuen Verkehrsträger etablieren. Und das werden in Zukunft wesentlich mehr. Und deswegen, wenn ich zum Beispiel noch so ein paar Fragen im Chat sehe, wo dann gesagt wird, naja, zum Beispiel, wie haben wir das früher gemacht? Naja, die Situation ändert sich halt langsam. Ne? Die Situation ändert sich. Und wir müssen eben tatsächlich schauen, dass möglichst alle Luftverkehrsteilnehmer, insbesondere wir probieren es ja gerade im U-Space aus und wir haben es auch im U-Space-Reallabor ausprobiert, dass sich die Luftverkehrsteilnehmer gegenseitig wahrnehmen und sehen. Das ist enorm wichtig und deswegen hat ja auch die EASA beispielsweise im Kontext der Verordnung 947 eben auch Fernerkennungssysteme vorgeschrieben. Das ist und auch Registrierungssysteme und so weiter, damit wir uns gegenseitig wahrnehmen. Genau, vielleicht noch ein Satz zur Sicherheit, weil die Sicherheit ist uns als Modellflieger ja auch wirklich ganz, ganz wichtig und da tun wir innerhalb des Verbandes sehr, sehr viel. Bei uns bekommt also gleich jedes neues Mitglied hier ein Merkblatt, wo die wichtigen Punkte alle drinstehen. So, wir informieren über unsere Verbandszeitschrift. Jeder, der es schon mal gesehen hat, es gibt ja seit kurz oder seit einem Jahr die DMV-Akademie, wo wir Schulungen machen. Unser Verbandsjustiziar ist in Deutschland unterwegs und macht Schulung. Also das hat eine gute Wirkung gezeigt hier. Deshalb haben wir ja so eine gute Sicherheitsbilanz. Und für uns ist auch klar, natürlich, es gibt neue Player innerhalb des Luftraums und wir müssen uns den mit denen teilen. Und da muss man eben auch neue Wege gehen, aber wo wir uns ganz strikt eigentlich dagegen wehren, zusätzliche technische Geräte anzuschaffen und in die Flugmodelle einzubauen hier, weil das geht mit Sicherheit einfacher. Wir wollen dem Modellflieger nicht zusätzliche Kosten aufbürden. Aber es gibt Möglichkeiten, Alexander hat es eben schon mal gesagt, wir sind mit Tronic im Gespräch, wie man das lösen kann. Es gibt ein Konzept dafür und ist natürlich jetzt Details zu nennen, ist noch zu früh. Aber ich glaube, die Modellflieger können sich darauf verlassen hier, dass das was sein wird, was handhabbar ist und was nicht zusätzliche Kosten aufbürdet oder Gerätschaften oder sonst was. Genau. Die Frage, ich nehme sie bewusst, weil sie ganz wichtig für mich ist, ist eine Frage im Chat gestellt worden. Benötigen BOS ein Conops und eine SORA? Ich beantworte sie und ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr das anders seht, Florian oder Jan. Als BOS habt ihr ein Privileg, ihr dürft erlaubnisfrei ohne Qualifikationsnachweise fliegen, weil ihr eine Aufgabe zur Sicherheit, Ordnung und Sicherheit herstellen müsst. Das ist eure Aufgabe als BOS. Daher habt ihr diese Privilegien. Ich kann euch nur den Rat geben, ihr seid nicht davon befreit, euch zu überlegen, wie macht ihr das den ganzen Betrieb. Also ihr solltet euch überlegen, auch mal zu überlegen, welche Luftfahrzeuge fliege ich und euch überlegen, ist das Risiko, ihr habt eine gute Matrix, wo ihr euch durcharbeiten könnt, anhand dem SORA-Konzept und ein Conops zu schreiben, denn das regelt auch dann, wie diese Drohne bewegt wird. Also ihr müsst zwar nicht den Betrieb erlaubnisfähig bekommen, ihr solltet euch überlegen, was ihr da tut. Denn wenn es zu einem Zwischenfall auch kommt, wird man euch auch fragen, wie habt ihr eure Sicherheit denn generiert? Und wenn ihr keinen Conops habt, keine Regeln habt, wie ihr fliegt, könnte es auch mal nicht ganz so schön für euch aussehen. Also wir hoffen nicht, dass ihr diese Zwischenfälle habt. Aber Jan hat, glaube ich, genickt, das ist so. Ihr solltet euch sehr an diesen Leitfaden halten, denn der ist eigentlich ganz gut aufgebaut, oder? Und das tun die allermeisten BOS tun das auch. Also die haben ein eigenes Interesse daran. Und in der Tat, du hast gesagt, Alexander, ne, es geht hier auch zum Beispiel um Haftungsfragen und solche Dinge. Die Behörden und Organisationen für Sicherheit sind schon sehr gewahrschaut und erfüllen oftmals sogar höhere Bedingungen, als wir üblicherweise brauchen, zum Beispiel für eine Betriebsgenehmigung oder sowas, ne? Weil die eben selber ein ganz starkes Interesse daran haben, sicher zu fliegen.
Genau, das würde sich ja widersprechen. Ne? Ich brauche eine Betriebserlaubnis, um einen Einsatz irgendwo an einem Ort zu fliegen. Und da sage ich, ja, ich muss erstmal einen Antrag stellen beim Florian, aber der ist jetzt, ist ja sonntags, der ist montags im Büro. Mal gucken, wie schnell er fertig ist, wenn es brennt. Also er hat den Antrag genehmigt, nur wenn das Feuer aus ist. Das macht keinen Sinn. Ne? Also daher hängt das mit zusammen. Aber das Betriebskonzept kann man eigentlich sagen, ich will eine Drohne kaufen in meiner Rettungsstaffel, Feuerwehreinheit. Dann kann man sich auch über den Betrieb Gedanken machen und über den Bundesamt für, jetzt muss ich kommen, BKG, ist das der Leitende Bundesamt für, wer ist das nochmal? Florian, helf mir auf den Sprung, wenn der Leitfaden es gibt. BKK, Bundesamt für Katastrophenschutz, ne? Also BKK. Ja. BKK. Also gibt es ja auch einen Leitfaden, wo ja auch die Parteien von euch mit dabei sind, auch empfehlen. Der ist ja sogar nicht, manchmal habe ich das Gefühl, der ist sogar weitreichender in Ausbildung und sowas, weil der Einsatz ja auch noch dazu kommt. Nicht nur das, ich nehme die Drohne und halte die A1, A2, A3-Regel. Da kommt noch viel mehr mit dazu, auch die Ausbildung. Guckt da rein und nehmt euch einfach das, die Vorlage ConOps und Sora, geht da durch und dann habt ihr eine ganz gute Anleitung, die ihr euch in euren Staffeln BWK. Genau. Vielen Dank, Manuel. Schöne Grüße, ich komme demnächst wieder Würstchen abholen. Das Amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Genau. Und, ich möchte an der Stelle, wenn ich darf, an der Stelle mal auch ein Lob an die Copterpiloten aussprechen, an die Community, die seit 2017 mit der Luft-VO auch schon für einen sicheren Betrieb in der Luft gesorgt hat. Also das Gros hält sich an die Regeln, das Gros kümmert sich, bemüht sich, macht Schulungen. Und ich bin dankbar, dass das jetzt über die Jahre ohne größere Zwischenfälle, Unfälle oder Ähnliches dann auch funktioniert hat. Das liegt auch an der Umsicht der Drohnenpiloten, der meisten. Nicht alle, aber der meisten. Und ich denke, der Weg in die Richtung, dass es natürlich jetzt hier aufgrund noch mehr beteiligter Drohnen im Luftverkehr weiter geregelt werden muss, ist klar. Ich freue mich dann, wenn die Drohnenpiloten auch mitgenommen werden und das auch mitgehen in diese Entwicklung. Genau, und ich erinnere mich, ab und zu ruft die Kerstin mich ja an, deine Frau, ne, und sagt, Alex, da gibt es irgendwas, das verstehe ich nicht, wie verstehst du das denn nicht? Und dann machen wir Telefonkonferenz. Wenn ich es nicht verstehe, dann rufen wir den Florian und dann haben wir irgendwann, dass wir da uns einen Konsens haben. Also so passt das, man kennt sich und am Ende des Tages wollen wir es verstehen und wollen es sicher umsetzen. Vielen Dank schon mal soweit. Ja, es haben wir festgestellt, also die Modellflieger hat es getroffen, die Behörde hat es getroffen. Es gibt Regeln, die wir einhalten, umsetzen müssen. Ja, herzlichen Glückwunsch, André. Ja, euch als Hersteller hat es auch getroffen. Ne? Wie sieht es denn eigentlich bei euch als Hersteller im Prinzip aus mit euren Umgängen? Was müsst ihr eigentlich tun? Was liegt bei euch an, um eure Drohnen, auch wenn du sagst, du bist noch nicht im Markt, du kennst ja natürlich den europäischen Markt, um in Zukunft eure Drohnen eigentlich noch fliegen lassen zu können? Ist das doch möglich? Hat sich das erledigt? Wir hören immer C-Klassenklassifizierung taucht plötzlich auf. Gibt es schon sowas? Wie sieht es da aus bei euch? In der Regulierung und Klassifizierung ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Egal in welchen Märkten wir tätig sind oder noch nicht oder reingehen wollen. Generell handeln Drohnenhersteller das immer ein bisschen anders. Es gibt Leute oder es gibt Hersteller, die das ein bisschen ernster nehmen. Da gehören wir dazu. Aber auch andere Hersteller, auch viele asiatische Hersteller, die tatsächlich die Produkte eher auf den Markt werfen wollen. Für uns ist tatsächlich ganz wichtig und das kann man auch sagen, wenn auch Produkte von uns dann auf dem europäischen Markt kommen sollten, dann wird es natürlich auch allen Klassen entsprechen und dem allem entsprechen, was es halt bedarf, weil viel ist, glaube ich, auch nicht klar. Wenn man so Skydio im Internet nachschaut, ist es so, dass man viel Footage sieht, die Drohne fliegt Mountainbikern hinterher und Autos und ist alles ganz lustig und Sportlern, aber auch wirklich viele unserer Kernkunden, die wir auch schon in den Staaten haben oder auch in Japan und Australien, Neuseeland, die arbeiten mit unseren Drohnen kommerziell mit dieser autonomen Technik, weil sie eben Sicherheit gewährleistet. Und deshalb, weil wir auch Tools speziell für Profis bauen, ist diese Klassifizierung und das Einhalten der Regularien einfach ganz wichtig für uns. Deshalb nehmen wir das sehr ernst. Und man sieht auch, gerade in Amerika arbeiten wir mit großen Firmen zusammen und auch der FAA, die dann zum Beispiel auch Blanket Waiver, also ich weiß gar nicht das deutsche Wort dafür, Generalbetriebsgenehmigung für bestimmte Ortschaften oder Liegenschaften gibt, wo unsere Drohne, weil sie eben Sicherheit gewährleistet und diese Standards, die eben dann auch in Anführungszeichen frei von diesen Leuten kommerziell genutzt werden darf.
Genau. Ich glaube, das ist auch eine Challenge. Ne? Ich habe das Gefühl, dass die Hersteller von Drohnen, ich überlege, als ich angefangen habe, mit Drohnen zu fliegen, das ist so knapp 10 Jahre her. Wer das noch kennt, das war mit Heli-Gyros. Hat man einfach, die Dinger konnten noch nicht mal sich stabilisieren, die konnten noch nicht mal, sind gedriftet. Und die nächste Generation, die konnte sich ja zumindest mal leveln. Ne? Also ich habe früher mit dem FPV-Racer, der sehr träge war, angefangen zu fliegen. Und wenn wir gucken, wo sind wir in 10 Jahren jetzt hingekommen? Du sagst, dass ihr fliegt sehr autonom durch die Gegend. Das heißt, wir haben eine wahnsinnige Entwicklung auf der Herstellerseite. Und wenn ich den Jan angucke und den Florian, die Regulatorik hängt dahinter her, ne, und sagt, autonomes Fliegen ist verboten. Und wir sagen, wir können es doch schon perfekt. Ne? Also ich glaube, da ist auch das die Challenge, die man nehmen muss. Aber dass wir auch die Challenge natürlich haben, Florian, wenn ich mal dich angucke jetzt, dass wir natürlich auch, wenn wir Sora und Konops schreiben, wenn wir so ein hochtechnologisches System haben, dass wir natürlich auch, wenn die Hersteller das dokumentieren und zertifiziert haben, kann ich damit sicherlich auch in Zukunft mein Risiko natürlich im Betrieb mit senken. Ich glaube, das passt dann wieder, was André gerade gesagt hat, Florian. Ne? Ja, das Problem, was wir ja derzeit haben, ist, dass die Bestandsdrohnen Manuals haben, Handbücher haben, die halt überhaupt nicht auf diese neue Thematik ausgelegt sind. Und wenn wir jetzt Antragstellende haben, die ein Operations Manual bei uns einreichen, ein Betriebshandbuch, dann haben sie oft Probleme, die technischen Nachweise zu liefern, die sie liefern müssen im Rahmen der Risikobewertung für die Drohne, weil sie einfach aus den derzeitigen Betriebshandbüchern nicht herauszulesen sind. Insofern auch mein Plädoyer an die Hersteller, wie auch immer ihr das dann umsetzt, es müssen zukünftig einfach herstellerseitig die Informationen, die für das SORA, für das Bestreiten des SORA und für das Schreiben des Betriebshandbuchs notwendig sind, verfügbar gemacht werden auf die eine oder andere Weise. Ansonsten werden entweder die Kunden diesen Hersteller, der das nicht macht, meiner Meinung nach persönlich abstrafen und halt zu den Herstellern wechseln, die das liefern können. Oder andererseits werden wir halt keine genehmigten Drohnenbetriebe haben, weil wenn die Daten nicht vorliegen, können wir die Compliance, also das Erfüllen der Anforderungen nicht nachprüfen als Behörde und genehmigen die technischen können die technischen Nachweise nicht genehmigen und dann wird nicht geflogen. Insofern ja, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Stellt bitte die Daten zur Verfügung und mit klassifizierten Koptern wird es für uns als Behörden auf jeden Fall auch einfacher. Ist die C-Klasse drauf und wir haben einen C-klassifizierten Kopter, kann man je nach Risikostufe dann natürlich von einer gewissen Erfüllung automatisch ausgehen, je nachdem, welche Risikoklasse wir halt haben. Und ist das so, André, was Florian gerade sagt, auch genau die Challenge, du sagst, ey, wir wollen C-Klassen klassifiziert sein, was ihr macht in den USA schon. Ne? Das heißt ja, ihr müsst dokumentieren, schreibt die Nachweise und liefert dann so den Betreibern. Ihr seid also eher im kommerziellen Bereich zukünftig unterwegs mit hochautonomen Fliegen oder hochautomatisierten Fliegen. Ist es genau das, was ihr gerade tut? Ja, man darf nicht vergessen, dass viele Hersteller, gerade die aus dem asiatischen Markt, sehr ingenieurgetrieben sind. Das heißt, wir haben da eine Armee von Ingenieuren, die Drohnen spec-basiert bauen, die sagen, wir wollen jetzt mehr Flugzeit, wir wollen eine Kamera haben, wir wollen das Produkt fertig kriegen, es wird getestet. Und wenn das Produkt fertig ist, dann wird geguckt, ja, jetzt müssen wir irgendwie ein Zertifikat machen für Europa und für das Land und für das Land. Also im klassischen Sinne kommen diese Themen immer am Schluss. Und da kann ich auf alle Fälle sagen, dass bei uns diese Themen am Anfang kommen und deshalb das ganz oben steht am Plan. Guck mal, jetzt kommt der Jan an und sagt, der möchte Drohne von euch testen. Jan, du hast Jan gehoben. Ich wollte noch mal einen Satz dazu sagen, weil mir schien das jetzt eben so ein bisschen in die Richtung zu laufen. Naja, wir können doch eigentlich schon autonom fliegen und warum machen wir das nicht? Also ich meine, es ist schon einerseits ein riesiger Unterschied, ob wir autonom oder automatisch fliegen. Das heißt also, sehr viele Drohnen können das auch noch nicht. Und andererseits gibt es eben zwei Sicherheitsaspekte, die dabei natürlich auch zumindest aus unserer Sicht, aus der regulativen Sicht beachtet werden müssen. Ne? Das ist natürlich einerseits, die Drohne ist der eine Verkehrsteilnehmer, aber andere Luftfahrzeuge sind die anderen Verkehrsteilnehmer und auf die müssen wir natürlich Rücksicht nehmen. Es kann natürlich gut sein, dass wir eine autonom fliegende Drohne haben, aber diese autonom fliegende Drohne nimmt natürlich möglicherweise andere Luftverkehrsteilnehmer, die sich nicht selber kenntlich machen, möglicherweise gar nicht wahr. So, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, weshalb natürlich auch hier
sagen wir mal, ein extrem hohes Sicherheitsniveau gefordert wird, ist genau der Punkt, den du, André, angesprochen hast im Grunde genommen. Also wir haben zum Beispiel asiatische Hersteller oder wir haben Hersteller von Drohnen, die das eben mit den Normen und mit den Regulationen nicht ganz so genau nehmen. So, und auf die müssen wir natürlich auch schauen, ne? Nicht, dass dann plötzlich Drohnen kommen, die sagen, okay, ja, im Grunde genommen können wir uns hier C klassifizieren. Wir sind ja noch gar nicht so weit, aber wir könnten uns hier C klassifizieren mit unseren Systemen, machen es aber dann im Grunde genommen dann doch nicht so richtig. Ne? Und von daher, wir können natürlich, so gerne wir das wollten, wir würden gerne auf die Drohnenhersteller gucken, die eben weit fortgeschritten sind, die das alles schon ganz toll machen, wo das also auch wirklich Hand und Fuß hat, was die machen. Aber wir müssen natürlich auch auf die gucken, wo das eben nicht ganz so Hand und Fuß hat. Genau, und das ist das richtig. Ich glaube, das müssen wir mal klären, auch wenn mir das gerade auch rausgerutscht ist. Die autonomes Fliegen ist kein Fernpilot, so heißen die heute, da irgendwie eine Eingriffsmöglichkeit wird es nicht geben im Moment, ist nicht zulassungsfähig. Aber ein hochautomatisiertes Fliegen ist zulassungsfähig. Und natürlich die Mittel, André, die ihr einbaut mit künstlich, mit Augmented Reality und allen möglichen, ne, was ihr einbaut, hilft natürlich ungemein, dass wir ja natürlich sagen können, wenn diese Features eingebaut sind, kann ich mein Risiko senken. Das hilft natürlich bei diesem Con-Ops-Betriebskonzept schreiben und bei der Risikowertung, wo ich sagen kann, ich kann sehen, ich kann weniger kollidieren. Das ist wahrscheinlich auch die Mittel, André, die wahrscheinlich auch die Handbücher etwas dicker machen als nur so ein kleiner Flyer, wie es man früher so kannte. Ne? Es sind halt keine Spielzeuge mehr, es sind tatsächlich Betriebsgeräte und Jan hat so gesagt, die in die Luft kommen. Ne? Selbstverständlich. Man muss so ein bisschen auch immer unterscheiden, das hat Jan Dirks ganz gut gesagt, zwischen automatisiert und autonom. Viele Hersteller sagen, wir haben eine autonome Lösung, die ist einfach nur sehr stupide automatisiert. Generell sind wir jetzt gerade, für mich gibt es so auch so drei Evolutionen der Drohne. Ich habe damals schon, also ich habe bei DJI angefangen, da haben wir gerade an der Phantom 4 rumgebastelt und seitdem habe ich DJI eigentlich begleitet und wir sind immer noch in dieser ersten Evolution, wo Flugzeiten besser werden, Kameras werden besser, wir haben so ein paar Assistenzsysteme, aber eigentlich sind die Drohnen immer gleich geblieben, nämlich immer gleich manuell, der Pilot ist immer ultimativ verantwortlich. Und diese Assistenzsysteme bauen immer nur um den Piloten rum und die Piloten machen immer viel, das ist ganz normal. Und deshalb bin ich auch froh, zum Beispiel jetzt bei Skydio zu sein, weil bei uns eben eine AI diese Drohne fliegt. Der Pilot kann natürlich immer eingreifen, aber so eine Drohne sieht in alle Richtungen, die kann schon vorzeitig Sachen erkennen. Und das wird so diese zweite Evolutionsstufe sein, wo auch viel Arbeit wieder auf die Behörden kommt, wo aber auch viel, wo die Welt aber auch natürlich hingeht. Und da wird unglaublich viel passieren. Und in dieser dritten Stufe wird es dann auch bald so sein, dass die Drohnen einfach in einem bestimmten Areal, wenn, sagen wir mal, ein Fabrikgelände, in festen Boxen sitzen und einfach dann losfliegen können, wenn sie gebraucht werden. Und irgendwann wir hoffentlich auch zu einer Thematik übergehen, wo die ganzen normalen Drohnenpiloten nicht mehr so gestresst sind mit den ganzen neuen Regulierungen, weil es ist wirklich auch für Leute, die in dem Sinne nur fliegen wollen, relativ komplex erstmal ist, aber auch wichtig, dass wir immer dahin kommen, dass die einfach fliegen können mit guten, sicheren Drohnen, die Regulierungen einfach sind, aber auch, dass wir Industrien ermöglichen, da sehr, sehr ja, klar und gut an den Markt zu gehen. Also da. Also, ist es so, André, dass ich das Gefühl habe, wir kommen im gewerblichen Fliegen, reden wir natürlich mehr im gewerblichen, ne? Die anderen wollen Spaß haben, die wollen natürlich an den Sticks fliegen, dass wir mehr hin von einer Drohne, die fliegt, hinkommen, wenn wir aus eurer Sicht sprechen, zu einer fliegenden Plattform, die mir egal welche Daten liefern. Also eine Plattform, die man einfach durch Knöpfchen drücken dann fliegt, die weiß, was sie tun soll und nur ich eingreife, wenn sie das nicht tut, was sie tun sollte. Kann man gar nicht so einfach verallgemeinern. Also klar, bei uns, wir bauen Tools, die automatisiert und vor allem autonom agieren und das in einem höchsten Sicherheitsmaßstab, um so Leuten wie Polizeikräften, Dachdeckern, einfach ein Tool zu geben, was sie wie einen Hammer bei sich führen, wo sie sagen, ich fliege das und ich fühle mich sicher, weil die Drohne einfach auf sich selber aufpasst und auf andere Verkehrsteilnehmer. Aber generell kann man das eigentlich nicht automatisieren. Das ist genauso beim Fahrradfahren. Also es gibt die Rennradfahrer, es gibt die Mountainbiker und die Cross-Country und was auch immer, die Downhill-Fahrer. Und genauso ist es ja bei der Drohne auch. Da wird es immer die Modellflieger geben und die normalen Drohnenflieger, mit ihren, die gute Aufnahmen machen wollen. Das kann man so nicht verallgemeinern und das bleibt auf alle Fälle spannend. Und ich hoffe, dass da für alle Gruppen gute Lösungen gefunden werden.
Das glaube ich auch. Ich glaube, wir sind gut dabei. Also ich sehe es gerade, wir haben viele Kunden, die halt nicht, du hast es gerade so gesagt, die Kundenklientel, Dachdecker, wer auch immer, ich bin immer bewusst, welche, die nicht flugaffin sind. Ich glaube auch, Jan und Florian, das ist ja auch neu für uns. Wir reden ja gerade mit einer Klientel, die vorher nie Luftfahrzeuge bewegt hat. Und Jan, du hast ja gerade gesagt, wir haben ja sonst immer Luftfahrtunternehmen, Flugschulen, Luftfahrtbetreiber. Und plötzlich gibt es einen neuen Luftverkehrsteilnehmer, der nicht vorher Luftfahrzeuge bewegt hat. Ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, die wir gerade haben, Jan, ne? Denen das beizubringen, dass sie ein Luftfahrzeug fliegen und wir machen 90% Luftfahrtrecht, glaube ich, ne? Naja, es ist tatsächlich schon so, dass natürlich viel angelehnt ist an die, sagen wir, die Rechtsetzung in der bemannten Luftfahrt. Das ist vollkommen klar. Also immer dann, glaube ich, wenn es Unsicherheiten gibt, orientiert man sich doch sehr stark an dem, was es schon an bestehenden Regelungen gibt. Und da tatsächlich, also ich bestreite gar nicht, dass der gesamte Rechtsrahmen, den wir derzeit haben, mit Drohnen zu fliegen, weil da kommen wir ja gleich auch noch drauf, was erwartet die Drohnen-Community und die erwartet bestimmt vereinfachte Regularien. Das sagte André ja eben auch schon, ne, dass es eben alles nicht so ganz, ganz komplex ist. Man muss aber sehen, wie gesagt, das ist jetzt also ein neuer Verkehrsträger, der sich den Raum teilen muss mit der bemannten Luftfahrt und die bemannte Luftfahrt und auch die Automobils beispielsweise, die haben auch einen Riesensatz an Regeln. Und der hat sich aber über Jahre entwickelt und das Ganze müssen wir jetzt natürlich nachholen und gleichzeitig eben auch in der Perspektive eben das Ganze auch Sicherheit oder sicher zu machen. Und das ist, finde ich, schon eine ganz schöne Herausforderung. Und ja, da ist es eigentlich klar, dass man sich öfter mal eben eher auf die Sicherheit fokussiert als sozusagen auf die Kundenfreundlichkeit und dann hofft, dass sich, und da möchte ich natürlich auch nochmal der gesamten Drohnen-Community auch meinen Dank aussprechen, die ja tatsächlich enorm sicher fliegen. Also das ist für uns natürlich ein ganz tolles Argument, auch möglicherweise die Sicherheitsanforderungen nicht zu hoch zu schrauben, wenn wir nämlich wissen, okay, es gibt auch keine schweren Unfälle mit Drohnen. Ne, das ist natürlich für uns ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen auch nochmal ganz herzlichen Dank an die Drohnen-Community hier. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Modellflugkamera hat gesagt, 50 Jahre DMRV gibt es schon. Wir fliegen super viel unfallfrei, also größtenteils unfallfrei. Es wäre auch falsch, wenn nichts passiert. Drohnen, wir haben schon viel geflogen in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren, Vivilos und alles. Doch eins können wir sagen, das leitet nämlich auch an den Florian über, der nämlich auch die Hand hebt. Wichtig ist, glaube ich, auch Florian, wenn wir auf dich gucken. Nee, war das nicht Florian, der die Hand gehoben hat? Florian, hast du gehoben die Hand? Also komme ich gleich darauf zurück, genau, schon runtergenommen. Also ich glaube, ganz wichtig ist auch dieses, sage ich immer, wenn ich mit Kunden spreche, die anrufen, wie Betriebskonzept kriegen wir das hin? Also sage ich, ganz wichtig ist, auch immer den Hersteller mit an Bord zu haben, wie den André, wenn ich demnächst an Skydio-Drohnen fliege, hoffentlich auch. Weil ich sage, der Hersteller muss mit an Bord sein. Der muss mich unterstützen, teilweise bei den Betriebserlaubnissen. Wenn ich mir Input fehlt, muss ich die Antworten bekommen. Ohne dass der Betreiber mit dem Hersteller oder mit dem Dienstleister, der eben andere Systeme noch liefern muss, wird er es schwierig, glaube ich, haben, auch eine Betriebsgenehmigung zu bekommen. Das ist dann Florian. Ja, danke. Ich denke, der Tatsache, dass Drohnenpiloten nicht aus der bemannten Luftfahrt kommen, also keine ausgebildeten Piloten sind und deswegen diese Fachsprache Luftfahrt nicht beherrschen, dem soll eigentlich Rechnung getragen werden durch einerseits die Kompetenznachweise A1, A3, A2, dass man das versucht, ein bisschen aufzufangen und denen ein bisschen das beizubringen. Andererseits natürlich auch über solche Systeme wie die Deepool-Webseite, wo man dann zum Beispiel diese Geozonen, denken wir zum Beispiel an Piloten, die Drohnen unter 250 Gramm fliegen, die müssen ja keinen Kenntnisnachweis haben. Also woher sollen die wissen, was zum Beispiel ein kontrollierter Luftraum ist, der aber eine Geozone in Deutschland ist? Das wird über diese Deepool-Plattform zukünftig aufgefangen. Da kann man das da sichtbar machen. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, das ist ein Riesenproblem. Wir sehen das bei den Antragstellern und wir sehen das auch eben im Chat. Was ist SORA? Was ist ein Operations Manual? Was ist Threat and Error Management? Wir arbeiten mit Begriffen in der Betriebsgenehmigung, wo wir einfach sagen müssen, dass, wenn man ehrlich ist, der einfache Drohnenpilot in der Regel jetzt erstmal kaum eine Chance hat, eine Betriebsgenehmigung zu erwirken, wenn er nicht irgendwie diese Fachsprache spricht. Das ist ausgeschlossen. Beschäftigt er sich mit der Thematik nicht, kann er eigentlich einen Antrag auf eine Betriebsgenehmigung bei einer Landesluftfahrtbehörde gar nicht stellen. Das heißt, er muss da enorm Zeit investieren, um diese Kompetenzen und diese Fachsprache zu lernen, um überhaupt mit uns zu kommunizieren und überhaupt eine Aussicht haben, eine Betriebsgenehmigung zu bekommen. Das versuchen wir auch immer wieder bei den entsprechenden Stellen anzubringen. Ich spreche damit jetzt nicht das Bundesministerium in erster Linie an, aber halt auch insbesondere bei der Europäischen Agentur für Flugsicherheit und bei der EU-Kommission und denen zu sagen, ey Leute, vergesst nicht, da draußen sind halt auch noch
also unbemannte Luftfahrer, die halt keine Pilotenlizenz haben. Das versucht man so ein bisschen mit Videos und Leaflets, also mit so Broschüren wettzumachen. Das Problem ist nur, dass wir die erstmal natürlich nur alle auf Englisch kriegen, von der EASA auch. Und es muss halt auch alles irgendwie übersetzt werden. Das wisst ihr auch selber, dass draußen viel Material derzeit nur auf Englisch verfügbar ist. Und vor dieser gewaltigen Herausforderung stehen wir halt. Wie wir das lösen, wissen wir noch nicht. Aber die DeepRoll-Webseite, die Kompetenznachweise und unsere Hilfe telefonisch als auch in diesen Webinaren ist ein erster Schritt, das aufzufangen. Das ist natürlich noch nicht ausreichend, das ist uns bewusst. Aber ich vergleiche es immer mit 2017, mit dem Umbruch damals. Da haben wir ein halbes Jahr gebraucht, bis wir wieder handlungsfähig waren, Allgemeinerlaubnisse zu erteilen. Ihr erinnert euch, als die neue Luft-VU kam mit den Verbotszonen. Dieses halbe Jahr, das haben wir schon längst geschluckt und es wird auch noch ein weiteres halbes Jahr dauern. Also dieses Mal ist die Phase halt heftiger, die wir aushalten müssen, bis wir wieder in einen Alltagsrhythmus kommen. Ich denke mal aber, dass es vielleicht irgendwann im Laufe 2023, 2024 soweit hoffentlich sein wird, dass wir eine gewisse Alltagsroutine wieder leben können mit euch zusammen. Und da müssen wir gemeinsam dran arbeiten. Ruft uns an, stellt uns die Fragen. Wir versuchen zu helfen, soweit wir halt können. Das nochmal dazu. Ansonsten sind Betriebsgenehmigungen derzeit wirklich schwierig zu bekommen, weil es muss ein gutes Betriebshandbuch vorliegen. Ist das nicht gut, können wir es nicht genehmigen und das ist das Problem. Das Betriebshandbuch ist das A und O. Genau, der André hat jetzt die Hand gehoben, wahrscheinlich hat er die Frage gesehen, wann kann man Skalio-Drohnen in Deutschland kaufen und Europa? Wahrscheinlich, also dich haben sie ja schon mal vorgeschickt oder hast du noch eine andere Sache, die anmerken? Das ist eine sehr gute Frage, aber auf die wollte ich jetzt gerade gar nicht antworten, sondern ich wollte den Ball direkt da mal zu Waldemar rüberspielen, weil der ist ja wie kein anderer mit der Community connected und kriegt ja diese ganzen Sorgen, ich glaube auch gebündelt mit und ich glaube, dass Waldemar auch einen guten, das gebündelt auch sagen kann, was dann eine gute Richtung wäre. Ja, also meinst du jetzt das Interesse, also wie gut die Leute mit den Drohnenregeln klarkommen oder in welche Richtung meinst du das jetzt genau? Ja, ich glaube, ich glaube, er wollte geschickt der Frage ausweichen, wann wir seine Drohnen kriegen können. Jetzt gucken wir nochmal drauf. Also, Waldemar, wie geht ihr mit der Community um? Also ich meine, du fliegst ja auch viel. Die erste Frage, die da steht, ich glaube, die will ich auch genauso dir jetzt stellen. Versteht die Community, die du kennst, die ganzen Regeln eigentlich, was wir alles gerade erzählt haben? Also man kann natürlich wie immer nicht alle über einen Kamm scheren, das ist klar. Aber was ich merke in meinen Kommentaren unter den Videos, die Leute sind interessiert dran, die Leute wollen Gesetze einhalten, man möchte keinen Ärger bekommen beim Fliegen. Es soll einfach ein Hobby sein, welches Spaß macht. Ne? Und deswegen beschäftigen sich viele auch mit der Thematik. Aber man merkt auch, gerade wie Florian das sagte, sind so viele Begriffe da drin, viele blicken da einfach nicht durch. Also nicht alle, es gibt natürlich Leute, die kennen sich gut aus, wie gesagt, aber es müsste alles noch so ein bisschen vereinfachter dargestellt werden für den Piloten, der es einfach zum Spaß macht oder der einfach schöne Videoaufnahmen aus der Luft machen möchte. Ne? Aber hier kann ich ganz klar für die Leute sprechen, die Leute sind bemüht, schauen YouTube-Videos, es gibt Leute, die produzieren YouTube-Videos. Hier besteht natürlich dann die Gefahr, man schaut sich vielleicht ein Video an, was schon ein bisschen älter ist und ist dann auf einem älteren Stand. Also da muss es irgendwas Einheitliches geben, was die Leute so simpel wie möglich informiert. Ob es jetzt irgendwelche Beilegzettel sind, wenn du eine neue Drohne kaufst, ne? Da gehen jetzt Hersteller dazu über, dass da schon mal zumindest die Basic-Sachen alle aufgezählt werden, dargestellt werden. Was musst du beachten? Abstand zum Flughafen, Zaun hier und da. Ne? Also die Leute sind bemüht, sagen wir es mal so, auch wenn es nicht leicht fällt. Ich erinnere mich auch daran, auch selbst du bist ja einer, der viel Drohne fliegt. Ich erinnere mich, wir haben uns kennengelernt bei deinem alten Drohnenführerschein. Aber selbst du rufst mich ab und zu mal an, ey Alex, ich habe eine Drohne, die ich fliegen soll, kann ich das und das machen? Also informieren muss man sich schon, auch wenn man es nicht nachliest. Und ich glaube, du hast zwar den heißen Draht zu mir, aber ich glaube, man sollte auch die Behörden, weil ich glaube, Florian kenne ich ja nun mal auch lange genug, ne? Man muss sich informieren. Ich glaube, man kann auch auf ein offenes Ohr, sei es beim Florian, oder auch Christoph, dafür gibt es ja auch, Christoph, euch als Verbände, da kann man ja auch nachfragen, ey, wenn man was nicht versteht, dafür seid ihr da. Ne? Mach dich an, dann hören wir dich auch. Christoph, Mikro. Ja, das ist richtig, das haben auch sehr viele in der Vergangenheit, in den letzten Monaten genutzt und wir sind immer gerne bereit, da Auskunft zu geben und weiterzuhelfen. Bei uns entsteht natürlich ein Eindruck, als wenn sehr, sehr viele eigentlich unsicher sind. Deshalb bin ich dankbar für die Umfrage von am Anfang. Die zeigt, dass doch viele sich auch schon mit der Thematik beschäftigt haben. Wir bekommen meistens den Kontakt zu denjenigen, die eben Fragen haben und sich dann eben noch nicht mit dem Thema auskennen oder unsicher sind.
Und da helfen wir sehr, sehr gerne weiter und vermitteln auch zu Schulungen. Und deshalb begrüße ich auch immer, dass jemand, der sich jetzt mit Drohnen durch die Luft bewegen will, halt auch bei professionellen Copterpiloten entsprechendes Wissen sich aneignet. Und dann werden Begrifflichkeiten auch eher klar. Ne? Wir haben natürlich grundsätzlich das Problem, dass wir jetzt nicht wie 2017 nur eine Luftfahrt haben, sondern wir haben halt ein europäisches Recht, das wir auf der einen Seite beachten müssen und auf der anderen Seite auch noch die Luftfahrt, die sich auch nicht irgendwie überschreiben, sondern ich muss auf beides achten, dass ich das eben entsprechend berücksichtige. Und das führt dann schon... jetzt Fragezeichen. Wachen, wo muss ich mein Tier und an was muss ich aufhalten? Und deswegen hoffen wir, dass wir da Hilfestellung entsprechend leisten können, nicht nur Mitgliedern, sondern auch solchen, die als Nicht-Mitglieder auf uns zukommen und denen wir auch gerne weiterhelfen. Jan, hattest du noch was zum Thema Community? Du hast auch die Hand gehoben. Mikrofon muss an. Ja, nur ganz kurz nochmal der Hinweis. Also erstens, was Florian sagte, sehe ich überhaupt nicht als Angriff auf die Bundesregierung, sondern im Gegenteil, er hat vollkommen recht. Es ist tatsächlich so. Es ist sehr komplex und wir versuchen eben daran auch zu arbeiten, die Sache einfach zu machen. Man muss andererseits sehen, also wir hatten eben die Verordnung 947 angesprochen. Ich meine gerade diese Einteilung in offene Kategorie, spezielle Kategorie, zulassungspflichtige Kategorie soll dem ja zumindest in gewisser Weise ein bisschen Rechnung tragen. Also auch die Unterkategorien, auch wenn das erstmal recht komplex sich anhört, so kompliziert ist es eigentlich nicht. Und wir haben eben gerade auch zum Beispiel diese Deepfool, diese Homepage eingerichtet, eben um mögliche Unsicherheiten und möglich, also zu beseitigen und mögliche Informationen hier auch zu liefern. Von daher, wir nehmen das als Verkehrsministerium auch durchaus wahr und als Projektgruppe Unbemannte Luftfahrt sowieso. Und wir bemühen uns und wir versuchen alles, die Sache auch einfacher zu machen und beschweren uns auch regelmäßig bei der EASA beispielsweise, dass das, was sie machen, oftmals einfach nicht mehr verständlich ist und einfach zu komplex ist und zu kompliziert ist. Also wir arbeiten dran. Noch ein ganz kurzer Punkt. Ich habe im Chat eben gelesen, wie denkt ihr über das Thema Ausrüstungsverpflichtung? Ich denke, das ist jetzt ein anderes Thema und da können wir eigentlich einen eigenen Workshop nochmal aufmachen. Von daher, sorry, wenn ich die Frage nicht beantworte, ich habe die durchaus wahrgenommen und wenn Sie eine Antwort wollen, schicken Sie mir noch eine E-Mail, dann beantworte ich es per E-Mail. Genau, also ich glaube, das ist ganz wichtig, wir nehmen aber sehr wohl mit, das Dawning Live wird es immer geben, einmal im Monat versuchen, was zu machen und du sagst das, Ausrüstung, alles, was uns zukommt, BOS haben wir festgestellt, wir werden immer verschiedene Themen mal mitnehmen, die wir sehr wohl wahrnehmen, um da ein bisschen wieder weiter Licht ins Dunkle zu bekommen. Ist auch das, Waldemar, was ihr so erwartet? Ich meine, du bist ja ganz speziell unterwegs in deinem YouTube-Kanal, ne? Als Reveal Rabbit, was du vorstellst. Du testest Drohnen von Herstellern, alles Mögliche machst du und Kameras testest du. Ist das das, was ja so Jan und auch Florian schon mal gesagt haben? Ist das auch, was die Community so erwartet von den Regulatoren, dass die transparenter werden, dass man es versteht? Ja, genau, dass alles so ein bisschen vereinfachter wird. Wie gesagt, dass die Sprache vielleicht wirklich auch angepasst wird. Du musst kein Pilot sein, um Drohne zu fliegen. Und ich denke, das ist so ein wichtiger Schritt, denke ich mal, ne? Dass das alles vereinfacht wird. Genau, ein paar Regeln dazu gibt es. André, du hast die Hand gehoben, sonst grätsch mit rein. Ja, generell, was auch Jan Dix gesagt hat, auch zum Thema EASA. Wir reden auch mit der EASA und wir zeigen zum Beispiel der EASA als Hersteller auch, was in anderen Ländern geht. Gerade auch in Amerika mit diesem Blanket Waiver und was Technologie, die auch sicher ist, zwar ermöglichen kann, um auch Sachen zu vereinfachen. Jetzt ohne zu sehr irgendwie auf unsere Technik einzugehen, aber generell sagen wir der EASA auch ganz klar, dass sie in manchen Sachen schon sehr gut unterwegs ist, aber in manchen Sachen auch mal einen Gang zurückschalten muss. Nicht nur für die ganzen Nutzer im Land, sondern auch, weil irgendwann einfach dann kommerzielle Nutzung auch uninteressant wird für Europa und da Europa dann auch wirklich aufpassen muss, dass sie dann nicht abgehängt werden von anderen Ländern. Also das ist ein ständiges Ziehen und Geben und das wird noch spannend. Ja, also ich aber ja, genau. man merkt, man redet viel miteinander. Ne? Also ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Und Christoph, bei dir als Vertreter vom BVCP, ne, ihr redet ja auch, ihr seid ja auch in den Arbeitsgruppen, nämlich ihr seid vertreten, ihr seid der Sprachrohr, ihr seid in den Arbeitsgruppen drin, auch wenn wir teilweise uns nicht mehr ganz so häufig getroffen haben. Ne? Aber das ist das Schöne, man kannte sich ja schon untereinander. Ihr redet doch und ich hoffe, das ist ja auch das Ziel, warum du da bist. Du vertrittst die Community und ihr sprecht ja auch mit den Regulatoren, dass nämlich die Regeln so gemacht werden, dass sie auch umsetzbar sind. Und wir haben ja auch ein paar Änderungen schon, glaube ich, gemacht. Ne?
Das ist richtig. Also ganz wichtig, dass man halt auch die Drohnenpiloten mitnimmt. Was wir unbedingt vermeiden möchten, ist, dass es aufgrund der Komplexität eben dazu kommt, dass der ein oder andere Drohnenpilot sich nicht mehr mit den Regeln beschäftigt und vielleicht eben dann trotzdem fliegt oder nach eigenem Gutdünken nur fliegt, wie er das für sicher hält. Das führt dann natürlich dazu, dass jeder seinen eigenen Stil hat und seine eigenen Regeln aufbaut, so gut er das kann. Führt dann nicht zu einer Gemeinschaft, die geordnet und miteinander aufeinander Rücksicht nehmend in dem Luftverkehr sich bewegt und auch fliegt. Wichtig wäre, dass die Regulierungen etwas einfacher auch werden in verschiedenen Bereichen, auch dass es etwas klarer wird, nicht nur Begrifflichkeiten, sondern dass man halt auch Dinge, die in direkten Zusammenhang mit den Regeln stehen, besser erklärt, wie beispielsweise, was sind denn jetzt eigentlich Industrieanlagen? Solche Dinge, die ja in der Regelung drinstehen, aber für das eine Bundesland sind Industrieanlagen alles, was irgendwie gewerblich unterwegs ist. Für den anderen müssen dann schon ganz andere Kriterien her. Das ist wenig einheitlich und das würde ich mir wünschen, dass man sich auf der Ebene zwischen den Bundesländern und der Begrifflichkeit und sowas dann zu definieren, zusammentut und etwas einheitlicher dann eben auch beschreibt, was darunter zu verstehen ist. Sonst kann derjenige, der sowas nutzt, eben nicht wirklich mit dieser Regelung oder mit dieser Formulierung umgehen. Das ist total wichtig, finde ich. Und dann natürlich wäre etwas, was sich unsere Community auch wünscht, dass eben die Entscheidungsvollmacht nicht immer und ausschließlich an die Betreiber abgegeben wird. Also das, weil es ist in vielen Bereichen halt auch schwierig, diese Betreiber ausfindig zu machen. Wer ist zuständig für den Straßenabschnitt? Wer ist derjenige, den man dann anspricht, von dem man die Genehmigung bekommen muss? Das sind Hürden, die sich dann natürlich aufgrund dieser Verantwortung, die man an andere übergibt, dann ergeben und die für den Drohnenpiloten schwer lösbar sind. Das sind so Hürden, die ich gerne auch erleichtert sehen möchte für unsere Community. Und, ja, last not least, ich wollte noch erwähnen, dass das beispielsweise ganz interessant ist, dass Drohne beispielsweise in seiner Marktforschung festgestellt hat, dass das wichtigste Kriterium für eine florierende und wachsende Wirtschaft eben die gesetzgebenden Instanzen sind und die Regeln, die gesetzt werden. Das ist über allem stehend, selbst über die technische Entwicklung, das Wichtigste, was Sie hervorgehoben haben. Vielen Dank, Christoph. Und das Schöne ist, ich muss dir nicht antworten, weil der Jan hat schon die Hand gehoben. Ja, und zwar nur, Entschuldigung, ich will das auch nicht hier jetzt sozusagen zu viel sagen, aber gerade was diese Definitionen angeht, das ist jetzt im Rahmen der DPOL nicht mehr erforderlich. Es ist eben ganz einfach, wenn ich ein Drohnenbetreiber bin und ich möchte in einem Gebiet fliegen und dann gucke ich auf der DPOL nach, auf dem Map-Tool. Und wenn da ein geografisches Gebiet ist, jo, dann ist da ein geografisches Gebiet, da gelten gesonderte Regeln. Aber es ist nicht mehr erforderlich, dass wir sagen, was ist eine Industrieanlage, was ist eine Bahnanlage oder was ist eine diplomatische Vertretung, weil das finde ich auf der DPOL. Das wollte ich nur sagen. Die DPOL ist jetzt, also diese Homepage ist jetzt die Referenz dafür, sodass sie also gar nicht mehr unbedingt wissen muss, wie meinen die das jetzt im Einzelnen oder, ne, also wenn ich jetzt im Rahmen der DPOL fliege, dann weiß ich das. Genau. Das heißt, das war auch die Frage, die gekommen ist, die ist rechtsverbindlich. Das ist ja eine Plattform der Bundesrepublik Deutschland, die dann vertreten für die Bundesrepublik Deutschland, weil sie es tun muss, vom BMDV veröffentlicht. Da sind die Sachen drin. Ich erinnere mich auch, als wir schon mal gesprochen haben, Jan, auch ich habe schon für eine Änderung gesorgt, als ich gesagt habe, hey, 21H Paragraph, Jan, kann das sein, dass es kann nicht sein, dass ein Militärflugplatz Ramstein, habe ich dann, glaube ich, dir geschrieben, ne? Ist der jetzt ein Flughafen? Oder ist das ein Flugplatz? Weil er ist als Flugplatz gekennzeichnet. Da hast du dann irgendwann nach 3 Monaten geschickt, haben wir den Juristen gegeben, okay, es ist wie ein Flughafen zu betrachten. Also auch wir lernen jeden Tag daraus, dass sich Regeln, dass man die richtig verstehen muss. Und ich glaube, das, Christoph, ist das Wichtige. Sachen, die unverständlich sind, aus der Community, glaube ich, auch an die Regulatoren wie das BMDV weiterzugeben. Dann kann man die Sachen klären. Nämlich die nächste Frage kriegt Jan nämlich von mir morgen geschickt, oder übermorgen, wenn ich das zusammengeschrieben habe. Das habe ich heute auch noch fragen. Aber da müssen wir drüber reden, wenn was unklar ist. Ansonsten sehe ich das auch so, Jan, es ist für mich die zentrale Plattform. Ich nehme das als gegeben hin, was da drin ist. Aber ich glaube, Florian hat sich noch gemeldet, wenn keiner eine Anmerkung hat. Vielleicht auch noch dazu. Danke. Ich wollte nur eine kurze Anmerkung noch machen, aber das ist bekannt. Das hattest du, Jan, ja, glaube ich, auch erwähnt. Die DPOL-Seite ist gerade erst gelauncht worden. Sie ist jetzt 1 Monat jung. Und sie hat natürlich noch ein paar Schwächen.
Beispielsweise sind da auch Gebiete drin, die so gar nicht beschränkt sind. Also es ist auch zu viel aufgenommen. Manches fehlt auch noch. Das wird ja nachgebessert, hattet ihr auch gesagt. Und das ist ja auch selbstverständlich, weil das ist ja so ein immenser Datensatz, der da eingepflegt werden muss. Den kann man ja auch nicht sofort 100% haben. Deswegen im Zweifelsfall sonst nochmal bei uns anrufen oder bei den Kollegen der Landesluftfahrtbehörden fragen, hier, ich fliege da und da, wie ist das jetzt, Hafen, in Bremerhaven, ist das jetzt hier als Industrieanlage zu werten oder nicht und was ist mit dem ÖPNV in Bremen, der Straßenbahn beispielsweise, ist das jetzt tatsächlich die Bahnanlage, weil das ist hier alles rot in Bremen und dann können wir dann nochmal drüber reden und euch dann die zusätzliche Auskunft zu DeepPool geben, genau. Weil ich denke mal, dass wir noch 1-2 Monate brauchen, bis dann die Datensätze vollständig sind. Und ich glaube, was das ganz Wichtige ist, was da drin steht, Florian oder auch Jan, wenn ihr jetzt was falsch sagt, korrigiert mich. Ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, die DeepPool wird zentral bereitgestellt. Die Zuständigkeit aber, Florian, liegt bei euch bei den Ländern. Und du hast es gerade angeregt. Da muss ich dann gucken, in dem Land, wo ich fliege, bei der Landesluftfahrtbehörde anrufen und fragen, was ist mit der DeepPool? Da ist etwas drin, was ich nicht verstehe oder was auch immer. Ihr seid zuständig für die geografischen Gebiete, korrekt? Ja, das ist korrekt. Wir sind sowohl zuständig, wenn das nicht die jeweilige Stelle macht, also der Betreiber der Anlage, dann können wir eine Genehmigung erteilen für diese geografischen UAS-Gebiete. Und wir sind auch oft die Behörden, die die Ordnungswidrigkeit verfolgen. Deshalb, also wenn ihr euch auf die DeepPool verlasst, dann wird es natürlich keine Ordnungswidrigkeit geben, wenn das da drin so verzeichnet ist. Das wurde ja eben auch gesagt, die ist rechtssicher. Das heißt, die Ordnungswidrigkeit im Verfahren, auch wenn es gerechtfertigt wäre, vielleicht weil es ein Datenfehler ist, das kommt dann nicht euch zulasten, sondern dann halt der Depotseite beziehungsweise im schlimmsten Fall dem Anlagenbetreiber, der dann sein Recht als Geozone nicht bekommen hat. Aber ihr seid sicher. Genau. Und jetzt kommt das nochmal, das soll das auch nochmal klären, dass Zuständigkeiten, ich bin ein Frankfurter Unternehmen, das heißt, wenn ich in Bremen fliegen möchte, Geozone, bist du zuständig, aber ich stelle trotzdem beim Thomas Glock in Darmstadt den Antrag, weil dort mein Firmenhauptsitz ist. Ne? Also, da haben wir nochmal geklärt, haben, Antrag stellen, wo der Firmenhauptsitz ist. Es kann sein, dass der RP das abgegeben hat ans LWA, das haben einige gemacht. Ansonsten ist so die Zuständigkeit. Und ich glaube, André hat mir da schon mal gesagt, für euch als Hersteller ja auch super wichtig, dass ihr endlich mal Daten aus ganz Europa in einem Standard bekommt und überhaupt endlich mal in der Lage seid, nicht eine eigene Referenz einzuführen, um Schutz zu bauen, sondern ihr bekommt aus jedem Land der Europas einen gleichen Datensatz, der einem Standard entspricht und ermöglicht es jemals für einen, zum Beispiel für eine große Region überhaupt, glaube ich mal, solche Karten dann in euren Flug-Apps dann auch anzuzeigen, weil ihr den gleichen Datenbestand habt. Ne? Super. Warum nicht gleich so? Nein, aber es ist schon super. Das Problem ist, ihr habt in Amerika angefangen. Das war schon so groß, weißt du? Europa hat es erstmal ein bisschen länger gebraucht. aber ich glaube, das ist tatsächlich so. Deshalb ist das auch interessant, klar, jetzt endlich mal das einzubauen. Ne? Und die Fragen waren ja auch immer, du hast ja vorher bei dem Hersteller DJI gearbeitet, kennt ja jeder, da was hast du auch vorhin gesagt. Da war es so, ihr habt eine eigene Regel, hat den DJI damals gebaut, um überhaupt ein bisschen Schutz zu haben. Aber er wäre halt nicht mit dem gleich, was in den Ländern halt umgesetzt worden ist. Und jetzt ist die Chance da, in Deutschland heißt das DeepPool, aber es ist ein Standard, der dahinter steht. Ne? Absolut. Christoph, eine Sache hast du gerade noch gesagt, ich glaube, die müssen wir nochmal ergänzen, was die DeepPool nicht kann. Das hat der Christoph gerade so angerissen. Ob du in einer wenn du in einer Stadt fliegst, ob du von einem Bürgersteig starten darfst, aus dem öffentlichen Raum starten darfst, das regelt die nicht. Das kann sie nicht regeln. Ne? Dafür ist sie nicht da. Sie regelt im Prinzip nämlich nur die geografischen Gebiete der Bundesrepublik Deutschland und wir bauen noch ein bisschen Luftraum mit ein, sofern er auch nicht natürlich in der 21H-Paragraph als geografisches Gebiet ausgewiesen ist. Ne? Ich glaube, das war, Christoph, was du vorhin gesagt hast. Es wird nach unten hin sehr, sehr komplex. Ja. Ich würde mich freuen, wenn sich noch technisch etwas erweitern würde oder verbessern würde, beispielsweise was die Zoom-Stufen angeht, weil wenn ich jetzt eine Fläche suche, an der ich fliegen will oder darf, und rauszoome, um eine Stelle zu finden, dann verschwinden diese Geozonen. Das wird sicherlich in Zukunft noch nachgebessert werden, bin ich fest von überzeugt, weil so kann man in den Zoom-Stufen mit diesen Geozonen sehr gut arbeiten. Nur jetzt muss ich jede Straße einzeln abfahren, bis ich die Stelle dann beurteilen, um die Stelle zu beurteilen, bis ich da hinkomme. Ich möchte das gerne auch trotzdem die Zonen sehen können. Das passiert, das ist schon in Arbeit, das war auch im Auftrag etwas anders vorgesehen, aber die müssen das natürlich auch erstmal richtig zurechtbasteln. Das ist nur eine Frage der Zeit, das ist klar, dass die Zoom-Stufen noch weiter rausgehen müssen. Die Leitungen in Langen glühen schon, da muss man gucken. Ne? Also sind auch ein paar Daten, die hinterkommen. Genau, Walter, mal gucken wir in die Glaskugel.
Was erwartest du? Wann kommt die Skydio auf den Markt? Wann kommen die neuen DJI-Drohnen? Was erwarten wir uns eigentlich? Was weißt du? Was darfst du denn rausflüstern? Hört ja keiner zu heute Abend. Also wenn ich was Offizielles weiß und es schon testen darf, dann darf ich nichts erzählen. Das heißt, wenn ich jetzt was erzähle, sind es nur Mutmaßungen. Also wenn ich drüber rede, dann weiß ich noch nichts. Also ich kann ja nur das sagen, was viele andere auch schon im Internet gesehen haben. Viele warten zum Beispiel auf eine DJI Mini 3 zum Beispiel. Das hat auch so ein bisschen mit zu tun, dass Drohnen immer kleiner, leichter werden. Die Leute kaufen auch mehr kleinere, kompaktere Systeme. Also ich rede jetzt von den Privatanwendern. Vielleicht zum einen, weil es noch keine Zertifizierungen gibt, also oder die Drohnen noch nicht zertifiziert sind. Und zum anderen vielleicht, weil es auf einmal für viele doch sehr viele neue Gesetze gibt. Und die Leute sagen, ich kaufe die leichtmöglichst, also eine Drohne, die so leicht wie möglich ist, damit ich so viele Möglichkeiten wie möglich habe, ne? Damit ich am wenigsten eingeschränkt bin. Und diesen Trend sieht man tatsächlich auch in den Kommentaren, in den Videos oder auch an den Aufrufzahlen. Drohnen unter 250 Gramm in dem letzten Jahr sehr, sehr beliebt, ne? Und deswegen erhoffen und warten viele auf eine Mini 3 zum Beispiel. Ja. Und Christoph, was erwartet denn ihr für eine Technik, auch wenn du mal Gewerbliche mitvertrittst, aus der Community heraus, was da für Technik auf uns zukommt, die uns vielleicht den Betrieb einfacher machen und Erlaubnisse vielleicht einfacher erhalten lassen? Also in jedem Fall gebe ich hier den beiden mal recht. Der Trend ist halt auch hier zu leichteren Geräten, wobei ich sage, unter 500 Gramm später, wenn es C-zertifiziert ist, unter 900 Gramm, das ist eigentlich die ideale Grammatur, wenn ich jetzt in den urbanen Raum fliegen möchte. Ich kann das erweitern halt im Endeffekt durch den A2-Führerschein, sodass ich auch noch bis 2 oder CC-zertifiziert dann bis 4 Kilogramm, bis unter 4 Kilogramm genau genommen, fliegen kann. Dann bin ich auch im städtischen Bereich mit diesen Geräten noch unterwegs. Wir erwarten bei uns einfach da auch und erhoffen uns, dass es da eben auch entsprechende Erleichterungen oder Möglichkeiten gibt, diese Drohnen in dem Bereich einzusetzen, gerne auch mit entsprechenden Sicherheitsfeatures, die dann zusätzlich angebracht sein müssen. Aber einfach, dass auch die Community mit Drohnen fliegen kann, die auch hochwertige Payloads transportieren können. Weil es ist leider Gottes so, dass gerade diese kleinen Drohnen meist standardisiert verbaute Sensoriken haben, Kameras haben an Bord. Auch unterschiedliche Modelle. Und deswegen müssen auch die irgendwo in dem Raum einsetzbar sein. Der andere Weg ist halt über die Specific-Kategorie mit entsprechenden Verfahren, um dort eine Erlaubnis zu erhalten, die aber eben auch hoffentlich für mehrere Einsätze gleicher Art genutzt werden kann, in der Form einer allgemeinen, für die Allgemeinverfügung, einer allgemeinen Gültigkeit, und nicht für jeden einzelnen Einsatz. Super, vielen Dank. Eine Frage, die gerade noch im Chat gekommen ist, auch wenn Florian ganz viele, glaube ich, gerade fleißig schon antwortet, das sehe ich auch. Ist die Frage, die in den alten Verbotstatbeständen immer wieder aufgetaucht war, war nämlich das Thema Überfliegung von Stromtrassen und Strom, was den Anlagen zur zentralen und dezentralen. Eins können wir sagen, wir haben nämlich heute Morgen auch schon telefoniert, Florian und ich, es gehören nicht mehr die Windkraftanlagen dazu, es gehören nicht mehr Photovoltaikanlagen dazu, die auf einzelnen Häusern verbaut sind. Es sind tatsächlich, wir müssen unterscheiden zwischen zentral und dezentral. Und jetzt kommt mir die ganz einfache Antwort. Der Jan würde wahrscheinlich jetzt sagen, guck doch einfach in die Deepool. Was da drin ist, ja, ist eingezeichnet. Alles andere gilt nicht. Jetzt kann ich das so sagen, auch wenn dort vielleicht mal noch nicht die eine oder andere Anlage drin ist, denn die muss ja irgendwie euch gemeldet werden. Aber ich glaube, ist das wieder die Antwort, Jan? Guckt in die Deepool, guckt in die Dronic-App, weil die basiert auf den gleichen Daten, wer halt nicht mit der Plattform arbeitet. Aber diese Daten, da sind sie drin. Das ist, wer darauf basiert, der arbeitet richtig und der kann sich informieren, wo ich fliegen darf. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass gerade bei Anlagen zur Energieerzeugung, dass es dabei nur um Einspeisungen des Höchstspannungsnetzes geht. Das sind also, damit fallen schon mal die meisten Anlagen weg. Aber da das nur am Rande, und in der Tat, die Deepool-Plattform, also das Map-Tool, wird ja nicht nur aus einer Quelle gespeist, sondern das wird aus verschiedenen Quellen, aus verschiedenen Karten und insbesondere eben auch durch die DFS gespeist, die eben auch über entsprechende Informationen und Daten verfügt und wird natürlich auch ständig aktualisiert. Das heißt, wenn da natürlich dann Gefahrenzonen sind, die man zu geografischen Gebieten machen muss, dann werden die sehr schnell und sehr früh auf die Deepool kommen. Aber ich sage es nochmal mit Florian, nehmt noch ein bisschen Rücksicht. Wie gesagt, das Ding ist ganz frisch am Start und da gibt es vielleicht auch das eine oder andere geografische Gebiet, das noch nicht drin ist.
Genau, das Thema Notem tauchte auch mal oben auf. Auch das habt ihr ja schon geschrieben. Wir machen es ja auch in der Dronic-App, das Thema Notem, also Notices to Airmen. Das Problem ist, wir hatten das Covid-19, das Covid-Notem drin. Wir sagen, wir löschen kein Notem raus. Also Notems kommen auch rein. Auch, glaube ich, bei euch ja in die Deepool. Aber wichtiger ist zu sagen, eine lokale Bombenentschärfung, die erzwingt nicht unbedingt Notem. Also auch das ist wieder, wenn Florian eine Betriebserlaubnis erteilt, steht da, glaube ich, ja immer drin, Florian, bei euch, bitte informieren Sie die Ordnungsbehörde, denn die weiß dann Bescheid wieder regional. Ne? Ist da etwas, was eventuell ich ein Veto einlege als Ordnungsbehörde, dass der Flug nicht sicher durchführbar ist? Korrekt, Florian? Ja, viele kennen das Erfordernis in den allgemeinen Erlaubnissen oder Erlaubnissen für Geozonen, dass wir reinschreiben, meldet euch nochmal bei der Polizei oder Ordnungsbehörde der lokalen. Das hat den Hintergrund, dass wenn die informiert sind, die eventuell nochmal einschreiten können aufgrund von Lagesituationen, wie zum Beispiel, was du sagtest, Bombenentschärfung und unangekündigte oder kurzfristig angekündigte Demonstrationen, SEK-Einsätze, die so nicht bekannt gegeben werden, dass die einfach nochmal bekannt gegeben werden können und im letzten Moment euch den Drohneneinsatz dadurch untersagen und euch damit selbst schützen und damit dann halt auch die Demonstration oder den Einsatz dort schützen. Das ist dann nicht böswillig. Wichtig zu wissen für euch ist, dass es eine Information ist an die Polizeibehörden und dass die da erstmal nichts genehmigen müssen. Nur wenn sie Gründe haben, euch das zu untersagen, dann dürfen sie das natürlich im Rahmen der Gefahrenabwehr. Ich möchte die Chance nutzen, weil ich gerade dran bin, nochmal eine Richtigstellung zu machen. Ich hatte vorhin von dem Erlass gesprochen, habe aber vergessen zu erwähnen, dass der Erlass Anfang des Jahres für Bestandskopter nur für gewerbliche Kopterpiloten und Pilotinnen gilt, nicht für Hobby- und Freizeitpiloten. Das heißt, die müssen weiterhin mit den Bestandskoptern in A250 Meter einhalten, wenn sie denn nicht im Verband fliegen. Das ist mir vorhin untergegangen. Manchmal vergisst man was im Wust der Regelung. Und eine Sache noch zu dem englischen Material. Die Diskussion, die führen wir schon immer wieder, sowohl in der bemannten Luftfahrt als auch in der unbemannten Luftfahrt, jetzt neu. Kann das nicht alles auf Deutsch sein? Nein, wir kriegen es nicht hin. Weder das BMDV noch wir können so zeitnah so viel Material auf Deutsch übersetzen. Und das EU-Übersetzungsbüro übersetzt nur die Verordnungen in alle Mitgliedssprachen. Das Problem, dass die akzeptierten Nachweisverfahren und Anleitungsmaterial, also das AMC und GM-Material, nur auf Englisch verfügbar ist, das Problem ist bekannt. Wir haben keine Lösung dafür. Seit 10 Jahren, seitdem ich dabei bin, haben wir keine Lösung dafür, das in den Griff zu kriegen. Somit tut es mir nur leid. Wir geben euch größtmögliche Infos auf den Webseiten beim LBA, bei den Landesluftfahrtbehörden, über die Deepool-Webseite. Mehr als das kriegt ihr auf Deutsch nicht. Das ist so. Wollt ihr eine Betriebsgenehmigung, müsst ihr ansatzweise Englisch verstehen, weil auch einfach, wenn wir das auf Deutsch übersetzen würden und sich da was ändert, auch teilweise Sinnwidrigkeiten reinkommen und da nur das englische Material tatsächlich dann zu einer Lösung führt. Es tut mir wirklich leid, wir werden da keine andere Lösung anbieten können. Und da könnt ihr noch, da müsst ihr eine Petition starten. Ansonsten... Die Chance ist wahrscheinlich schwieriger. Aber eines kann man sagen, nichts passiert. Aber Florian, auf Deutsch dürfen die aber bei euch die Anträge einreichen, so ja. Ich glaube, das können wir mal klarstellen. Ne? Wenn ihr mal was nicht versteht, dann können wir euch natürlich in der Übersetzung helfen und euch das erklären, was damit gemeint ist. Aber ihr müsst es irgendwie hinkriegen und sonst holt euch Hilfe oder nutzt DeepL beispielsweise, Delta Echo Echo Papa Lima, eine Übersetzungssoftware, das ist nicht perfekt, aber es hilft euch schon mal. Da könnt ihr ganze Word- und PDF-Dateien durchjagen. Das ist eine kostenfreie Anwendung im Internet. Mehr kann ich euch nicht bieten. Es tut mir leid. Wenn ich da mal ganz kurz reingrätschen darf. Feuer frei. Ich verstehe da den Frust von den Drohnenpiloten, dass das irgendwie auf Englisch ist und nicht jeder kann natürlich dann perfekt Englisch. Da muss ich aber auch Florian und auch alle da mal einen Schutz nehmen, weil wir als Hersteller, auch gerade in Europa, es ist unfassbar viel Arbeit. Also in dem Sinne hat Florian jetzt nur Deutschland abzudecken, sondern wir als Hersteller in jedem europäischen Land, wo wir das dann anbieten, egal ob es jetzt noch DJI war oder jetzt Skydio, es muss für jedes Land gemacht werden und das sind die Apps, das sind die Dokumentationen, das muss dann auch noch rechtssicher sein, das muss dann auch noch den Ländern zertifiziert und so. Also es ist wirklich, das ist ein so großer Haufen, das ist wirklich der absolute Oberhammer. Da haben wir es leider nicht so schön wie irgendwie in Nordamerika, wo halt irgendwie einfach Englisch gesprochen wird oder irgendwie in Südamerika hauptsächlich Spanisch. Ja, das ist auch Apfel, aber ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Ja, also wir müssen, aber ich glaube, das Gute ist, man muss Englisch verstehen und das Wichtige ist, auf den Behördenseiten, Florian, du hast es gesagt,
ihr habt zumindest ein offenes Ohr. Also wenn was nicht ist. Man sollte zumindest, ich glaube, das hatten wir letztes Mal irgendwo bei Betriebsgenehmigung schon mal hier in der Runde, man sollte nicht mit leeren Händen ankommen. Das ist schlecht. Man sollte zumindest mal wissen, wo man fliegt und was man machen will und zumindest mal ein Antragsformular gelesen haben, um dann zumindest ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Und daher freue ich mich ja auch immer, dass wie jetzt Jan und Florian auch hier als Behördenvertreter dabei sind oder auch der Hans in dem RV vertritt. Ihr habt diejenigen, die euch als Community mit vertreten, sind hier. Also Christoph ist mit dabei. Also ihr habt alle mit dabei und alle haben ein offenes Ohr und dafür geben wir heute Abend ja, sind wir auch hier. Puh, ich würde jetzt auf die Folie, wir sind schon wieder, es ist passiert mir immer. Ich könnte auch demnächst Wetten, das moderieren, wenn einer gesucht wird. Ich überziehe immer. Fragen noch hier aus der Community, ansonsten hat Florian, glaube ich, ganz viel beantwortet schon. Gucken wir trotzdem nach vorne ein bisschen, wenn wir alle wieder zusammen sprechen, obwohl wir schon viel getan haben. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich meinen Knopf versteckt habe, um meinen Bildschirm zu spiegeln. Da unten ist er jetzt hingeschwungen. Gibt es neue Termine, Florian, die ganz wichtig für uns noch auf uns zukommen? Gibt es dieses Jahr noch was, irgendwas, was du sagen kannst? So, für alle, die jetzt schon richtig tief eingetaucht sind in die Materie, die sollten jetzt wissen, dass gestern die zweite Änderung des Erklär- und Anleitungsmaterials gekommen ist von der EASA. Und für alle, die jetzt gerade dabei sind, so ein Betriebshandbuch zu schreiben, die kriegen jetzt noch weitere Informationen, wie das Training aussehen muss, was man dann noch in der speziellen Kategorie als Operator seinen Remote Pilot, seinen Fernpiloten mitgeben muss. Entschuldigung, dass ich immer wieder ins Englische verfalle, aber wir lesen das auch nur auf Englisch und deswegen haben wir halt nur die englischen Begriffe parat. Da kann man sich mal reingucken, da gibt es so einige Hilfestellungen und ansonsten fallen mir keine weiteren Termine ein. Was auf jeden Fall auf Jarus-Seite passiert, also dieses SORA, diese Risikobeurteilung, die wird auf Jarus-Seite gerade auch nochmal angepackt. Wir haben ja das Jarus in der Version 2.0, Jarus-SORA 2.0 in der Anwendung in Europa und die updaten das gerade nochmal auf das Jarus-SORA 2.5, was dann spruchreif wird im Quartal 4 diesen Jahres. Dort soll dann nämlich die Konsultationsphase, glaube ich, zu Ende sein und die Veröffentlichung da sein. Und dann kann es sein, dass dieses neue SORA im EASA-Land Anwendung finden wird und euch dann nochmal ein paar Änderungen in der Risikobeurteilung mitbringt. Aber da müssen wir schauen. Ansonsten habe ich keine weiteren Termine mehr, die so anstehen. Jan, gibt es bei dir was? Hast du dich gemeldet zum Thema Termine? Ja, zwei Stück, zwei Termine, die wollte ich ganz ganz kurz noch ansprechen. Der eine Termin ist in der Tat, wir wollen, aber also erstmal möchte ich vorwegschicken, das sind keine verbindlichen Termine, sondern das sind Termine, die wir schätzen, wo wir hoffen, dass das eben auch so läuft. Das eine ist tatsächlich, dass wir noch im Laufe dieses Jahres möglichst einen Entwurf der rechtlichen Voraussetzungen für den U-Space oder für U-Space-Gebiete haben möchten. Das ist enorm wichtig, weil viele der Punkte, die jetzt hier angesprochen wurden, können wir auch im U-Space-Gebiet im Prinzip mal erforschen und schauen, würde das gegebenenfalls auch über die U-Space-Gebiete hinausgehen, gerade was so Fragen angeht, wie gegenseitige Erkennung, wie Notfalleinsätze von BOS und so weiter und so fort. Muss ich jetzt hier im Einzelnen nicht sagen, aber da ist es tatsächlich so, dass wir möglichst noch dieses Jahr eben diesen Entwurf haben wollen. Und der zweite Termin, den ich hier noch kurz anmelden möchte, ist der Termin der sogenannten gemeinsamen Grundsätze. Also es gibt so gemeinsame Grundsätze zwischen Ländern und Bund, also Bundesländer und Bund. Und da haben wir jetzt im Grunde genommen einen Entwurf vorliegen, der demnächst in die Länder auch geschickt wird. Es wird vorher noch kurz in der Arbeitsgruppe nochmal analysiert, aber dann in die Länder geschickt. Der Vorteil daran ist, dass wir hoffentlich endlich mit dem Argument aufräumen können, was ich heute auch wieder im Chat das ein oder andere Mal gelesen habe, nämlich der Vorwurf ist es ja was ganz anderes, ob ich in Schleswig-Holstein jetzt eine Betriebsgenehmigung zum Beispiel beantrage oder in Bayern oder in Berlin oder in Nordrhein-Westfalen oder wo auch immer. Da werden eine ganz andere Voraussetzung geschaffen. Das wollen wir zumindest zum großen Teil mit diesen gemeinsamen Grundsätzen eben ausräumen, sodass wir hier also auch sozusagen eine so gemeinsame Grundlage, auch was die Antragsformulare und so weiter angeht, haben, dass wir da auch ein bisschen diese Argumentation den Wind aus den Segeln nehmen können, hoffen wir zumindest. Das waren so meine Anmerkungen. Sehr schön. Ja, ich glaube, damals schon. Ansonsten listen wir jetzt nicht mehr auf, weil es schon so spät ist. Mal gucken auch, wie dann unsere Pandemie dann verläuft, was es dann für Messen gibt noch und stattfinden. Eine Vielzahl von Messen steht noch an, sind noch geplant. Hans, du hebst die Hand.
Ja, ich wollte eigentlich von meiner Seite auch mal einen Dank loswerden, und zwar an den Jan und an den Florian, weil wir als DMV, das muss ich einfach sagen, wir arbeiten sehr gut mit den Landesluftfahrtbehörden, mit BMVD zusammen und auch mit der Luftfahrtbundesamt und finden da immer ein offenes Ohr und Unterstützung. Und da möchte ich mich wirklich auch mal in diesem Thema hier heute mal recht herzlich bei euch bedanken. Das ist sehr nett, Hans, genau. Und auch für euch. Also Termine auch, wenn Covid-19 uns dann nicht ganz ausbremst. Ansonsten bei euch auf der Webseite DMRV sind auch ganz viele um das 50-jährige Jubiläum, glaube ich, noch ein paar Termine geplant. Und hoffentlich müssen wir nicht viele davon absagen. Vielleicht kann ich ja mal einen Termin setzen, auch wenn ich noch nicht weiß, wann er kommen könnte. Wenn Skydio dieses Jahr auf den Markt kommt, André, dann kriegen wir nicht mit Waldemar ein Community-Treffen hin, dass wir ein bisschen mal zusammen fliegen und das hier publik machen? Das hört sich doch ganz gut an. Bin ja, dabei, ich weiß ja, wusste ja schon, dass wir auf diese Frage am Schluss mindestens nochmal zurückkommen, wie es aussieht mit Skydio und Europa. Generell kann ich sagen, ich habe leider kein Datum. Europa ist natürlich sehr wichtig und ich möchte jetzt auch nicht die klassische PR-Antwort geben. Man muss aber auch ganz klar sagen, wir sind in den USA sehr erfolgreich mit unserem Produkt und der Strategie, die wir fahren. Wir haben jetzt Neuseeland, Australien, Japan aufgemacht. Das ist schon in der Zeit, auch mit Chipkrise, schon wirklich sehr schwer. Europa ist nochmal ein großes, großes Ding und wir sind in diesem ganzen hart umkämpften Drohnenmarkt nun mal der kleine David gegen ganz viele große Goliaths und deshalb müssen wir sehr gezielt und strategisch vorangehen. Deshalb habe ich da noch kein Datum, aber wir arbeiten einfach auch an wichtigen Themen wie Zertifizierung und solche Geschichten, dass wir, wenn wir mit Produkten starten, auch wirklich was ziemlich Geiles haben. Das nehmen wir beim Wort. Also, wir machen das beim Wort. Wir machen in der Runde auch ein Treffen. Jan kommt wieder zu der DMRV. Ich werde mich natürlich freuen. Genau. Sag mal Bescheid, wenn es fertig ist. Und wir gucken mal, ob wir nicht mal ein kleines persönliches Community-Treffen irgendwo machen und treffen uns einfach mal. Genau. Und fliegen, dass wir nämlich das tun, was wir eigentlich wollen. Genau. Generell, wir sind schon hier auf dem Kontinent. Ich rufe jetzt hier aus Frankfurt aus an. Die Technik ist hier, egal ob es die Behörden sind, die gerne mal autonome Technik sehen wollen. Jetzt irgendwelche Firmen, die sagen, wir haben es gesehen mit dem autonomen Scanning zum Beispiel, das Mapping, das ist für uns interessant. Gerne bei mir melden. Wir könnten gerne sehen, wie wir das möglich machen. Also gerade Behörden sollten sehen, was die neue Technik auch kann, auch gerade Remote Flying. Also wir sind schon hier. Wir verkaufen leider noch nicht. Das ist auch sehr schade. Ich würde euch gerne allen so eine Skydio-Drohne verkaufen. Da sind wir aber noch nicht. Wir nehmen das nicht beim Wort. Wir nehmen dich beim Wort. Wir nehmen dich beim Wort. Es wird ein schönes Fliegen. Wunderbar. Ja. Und ich würde auch immer mal Waldemars Channel Reveal Rabbit checken. Vielleicht taucht er dann irgendwann doch nochmal sonst Skydio Enterprise Teil da auf. Hätten wir ja, nicht schon mal telefoniert, ne? Das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber ich werde es auch nicht abschreiben. Das war ein anderer, sorry. Komisch, wer den Telefonnummer weitergeleitet? Also ist alles irgendwie, man kennt sich. Also ihr Lieben, also draußen, ich glaube, auch wenn wir voll gezogen haben, gibt es noch eine Frage draußen von den Zuschauern, die ihr Brand aktuell stellen wollt, dann reißt kurz die digitale Hand hoch, dann habt ihr auch die Möglichkeit noch mit dem Jans, mit dem Hans, mit dem Waldemar, mit dem Christoph, mit Florian und mit dem André zu sprechen. Ihr habt noch ein paar Sekunden Zeit. Obwohl wir schon die Update gehen, mal langsam in die Verabschiedungsrunde. Ich fange an einfach. Ich möchte mich für diese Runde, die echt groß war, ich glaube, wir haben viel gesprochen, total herzlich bedanken, dass ihr auch mal wieder, auch wenn es im Dienst oder Freizeit, wie auch immer, ihr habt spät abends euch Zeit genommen, dass ihr mitmacht. Ansonsten würde ich jetzt an euch übergeben, die letzten Worte an die Zuschauer zu richten. André, reißt die Hand hoch. Ich habe auch noch eine Frage. Ich stelle mal eine Frage an den Waldemar. Ja. Weil der Waldemar sich ja verschiedene Techniken auch mal anguckt, würde ich auch gerne vielleicht zum Abschluss nochmal hören, was er denkt, was gerade so der heiße Scheiß ist, wenn ich es mal so sagen darf, oder was ihn an Technik besonders beeindruckt hat in den letzten Wochen, Monaten, was sich vielleicht auch die Nutzer oder die Zuhörer hier nochmal anschauen sollten. Ja, also wir haben jetzt sehr viel über klassische Kameradrohnen gesprochen und so ein bisschen vergessen, dass dieser Drohnenmarkt so leicht im Wandel sogar ist, denn viele Leute gingen dazu über und fliegen FPV-Drohne, weil diese klassischen Drohnenaufnahmen, stumpfe, gerade Aufnahmen, ich fliege nach links, nach rechts, finden viele Filmemacher mittlerweile langweilig. Viele gehen dazu über und fliegen FPV-Drohne, weil du einfach viel schneller fliegen kannst, du hast viel mehr Drehung, Dynamik drin.
Und da würde selbst mich interessieren, wie sieht es aus mit einer selbstgebauten FPV-Drohne? Also keiner weiß das auch so recht. Das heißt, Drohnen müssen zertifiziert sein. Wenn ich jetzt eine DJI FPV 2 irgendwann vielleicht kaufe, wird die das sein. Aber wie ist das mit jemandem, der das Zeug selbst baut, der da eine riesen Kamera draufschnallt? Es gibt ja immer mehr Firmen, die auch diese Drohnenaufnahmen haben wollen. Ja, du willst irgendwo zwischen Häuserschluchten abtauchen, willst diese coolen Aufnahmen haben. Also ich merke den Trend, FPV macht vielen Drohnenpiloten fast schon mehr Spaß als diese klassische Drohne. Ne? Also es geht vielleicht ein bisschen von diesen autonomen Sachen, die du vorhin genannt hattest. Das ist auch interessant, klar. Aber das kommt nochmal dazu. Das ist komplettes Gegenteil. Die Leute wollen mehr Kontrolle, mehr Action und ja. Ich kenne da jemanden, der hat mich da heiß drauf gemacht. Ne? An so einem Tag auf dem Modellflugplatz. Ne? Willst du, ich weiß nicht, die Frage war ja von gerade, willst du was, Florian, vielleicht gehe ich ja nicht, weil du bist echt immer für uns der totale Guru in solchen Gesetzen. Kannst du spontan was zum FPV und Regelungen sagen? Die hatten wir vorhin auch mal, was damit aufsieht, oder müssen wir das nochmal irgendwann in einem anderen Webinar mit reinpacken? Wir haben ja die FPV-Regeln in der EU-Verordnung, dass es möglich ist, FPV legal zu fliegen mit einem Airspace Observer, also mit einem Luftraumbeobachter, den ich dann einsetzen muss. Das ist ja alles schon implementiert und möglich. Und zum Thema, ganz kurz noch zu dem Thema Selbstbauten. Auch das ist möglich. Also ihr dürft selber Drohnen bauen und die fliegen. Mhm. Aber dann halt nur bitte in A3, wenn sie über 250 Gramm wiegen, weit weg von irgendwelchen Menschen, wo dann, je nachdem, wie professionell ihr seid, das Ding eventuell denen auf die Köpfe fallen kann in dem ersten Testflug. Und zu dem Thema Selbstbauten kommerziellen Nutzen habe ich schon in den Chat geschrieben, dass ich das als äußerst schwierig ansehe, nicht CE-konforme Drohnen in einen Betriebsgenehmigungsantrag reinzukriegen, insbesondere auch dann, wenn er derzeit innerorts stattfindet. Da sehe ich eigentlich keine Möglichkeit, derzeit sowas als Behörde zu genehmigen. Das ist äußerst schwer, weil wie sollen wir euch die technischen Angaben und Nachweise abnehmen? Also welche Evidenz habt ihr dafür, dass der sicher gebaut ist? Weil ihr müsst, André kennt das, ihr müsst Qualitätsstandards einhalten in eurem Produktionsprozess, die wiederkehrbar sind. Das ist bei einem Selbstbau nicht der Fall. Also allein da schon scheitern wir an den technischen Sicherheitszielen, die wir erfüllen müssen. Insoweit Selbstbauten kommerziell, nimmt was von der Stange, ein gutes Produkt von den Herstellern, die auf dem Markt sind und arbeitet damit derzeit, mehr kann ich nicht sagen, und die Selbstbauten maximal irgendwo in Sale 1, 2 außerorts auf dem Acker. Aber das ist ja, glaube ich, auch das, was man fliegen will, ne? Und da will man eigentlich racen und nicht, und da gibt es auch noch genug Lost Spaces, wo man auch racen kann. Also Stand heute ist das auch, ne, Alex? Alles, was ich sage, Stand heute. Ja, genau. Was wir 2024 haben, müssen wir dann gucken. Oh, guck mal, jetzt kommt richtig Fahrt auf, kommt André noch dazu. Genau, also ich muss da auch nochmal ein dickes Ausrufezeichen zu Waldemars Statement sagen. Also das ist gerade der absolute Trend mit FPV und ich gucke jetzt nicht so viel Fernsehen, aber trotzdem, wenn man mal kurz in die Werbung schaltet, dann sieht man auch immer mehr FPV-Shorts, auch in Film. Also dieses Thema Selbstbauten mit kleineren Filmkameras, größere Filmkameras. Da ist auch eine neue Industrie und das wird auf alle Fälle aktueller werden und auch brisanter. Darf ich mal eine Frage stellen noch an den Hans? Ihr macht ja auch FPV-Races beim DMFV, ne? Ist bei euch ja es ist ja auch ein Sport tatsächlich, das muss man ja auch sagen. Ne? Richtig. So, und wir haben das auch in unserem Antrag für die Betriebserlaubnis ja auch mit abgebildet. Der heiße Scheiß, André. Da hast du ihn. Ja, das ist das ist schon ziemlich groß, auch wenn man das vielleicht noch nicht so mitbekommt, aber auch so die ganzen Agenturen haben jetzt Fahrt aufgenommen, was noch vorbei, die ganzen Werbeagenturen vor ein paar Jahren war, ey, wir machen das mit Drohne, das sieht cool aus, ist jetzt FPV. Richtig, Und für die Community ist einfach das ist mega gut, sich diese Sachen selber zusammenzuschustern. Das ist auch einfach ein tolles Hobby, weil es halt sehr Hardware und Software zusammen und dann noch mit den motorischen Skills. Das ist einfach auch ein toller Sport und da ist auch eine große Industrie zu sehen. Und Florian hat auch recht natürlich. Als Hersteller, wir haben unfassbar komplexe Prozesse, um die Sicherheit zu gewährleisten. Und als ich damals bei DJI war in den Fabriken, da ist auf dem Dach, nachdem jede Drohne gefackt wurde, gab es ein paar Chinesen auf dem Dach, die jede Drohne für ein paar Minuten festgeflogen haben. Ein Ingenieur, der daneben sitzt, die ganzen Daten macht, um dann den normalen Ausschuss, den es bei jeder Produktion gibt, schon mal wegzuschöpfen. Und selbst da gibt es ja immer Fehler. Also das ist schon alles auch kein leichtes Thema. Und ich habe da auch sehr tiefen Respekt für die Behörden.
Aber ich hoffe, dass es da trotzdem irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich diese Selbstbauten zertifizieren zu lassen. Weil irgendjemand, also in dem Sinne ist es trotzdem relativ simple Elektronik, auch wenn da immer was Neues kommt. Und da hoffe ich sehr auch auf neue Möglichkeiten für diese FPV-Piloten. Aber das wäre ganz wichtig. Ich habe mitgekriegt, Fliegen geht, A3 geht. Und ich gehe nochmal eine Frage, die ist gerade noch gekommen. Auch wenn wir jetzt mal, ich verlasse nochmal, jetzt kurz vor Schluss nochmal das Thema FPV, weil ich schon mal super fand, dass das Thema auch noch angerissen bekommen haben. Hier steht drin, muss ich meine teure Drohne, die ich gekauft habe, jetzt eigentlich in den Schrott schmeißen, was Neues kaufen, weil die Regulatorik da ist? Nein, korrigiert mich Jan und Florian, wenn ich falsch liege. Alles kann man immer noch weiterfliegen. Wir haben Bestandsdrohnen, die können wir noch weiterfliegen. Und alles, was demnächst nicht fliegbar ist in der offenen Kategorie, kann ich immer noch in der speziellen Kategorie fliegen. Und dafür findet immer noch Gehör, wenn ihr nicht versteht, was ein Englisch mit gemeint ist. Nutzt die Chance, ruft an. Ihr könnt an die Deepool Fragen stellen, ihr könnt an uns Dronic Fragen stellen, ihr könnt an Luftfahrtbehörden eine Frage stellen. Und wenn ihr Modellflug macht, ist der Hans und seine ganzen Kollegen aus der Geschäftsstelle auch da, die beim DMRV euch die Fragen beantworten. Und für diejenigen, die nicht bei Luftfahrtbehörde anrufen, nicht im DMRV sind, da hat der Christoph ein offenes Ohr für, nämlich da ist auch ein Verband. Also, mein Aufruf, bevor ich jetzt wirklich die Verabschiedungsrunde für heute dann beginnen möchte, ist, also, wollt ihr Modellflug machen, habt ihr Spaß daran, geht in den DMRV. Wollt ihr euch einer Community anschließen, die euch auch hilft, geht in den BVCP. Wollt ihr coole Videos auf dem YouTube-Kanal euch abends wegsaugen, guckt beim Waldemar rein. Wollt ihr nächstes coole Drohne Europa kaufen? Macht das beim André. Und ansonsten drückt dem Jan Dirks auch die Daumen, dass er die Regulatorik mit dem Jan durchkriegt. Die vertreten uns auch in der EU. Und jetzt bleibt euch die letzten Worte nämlich über. Und ich fange an, der Jan, der darf sich jetzt erstmal verabschieden. Ja, also erstmal wollte ich natürlich sagen, echt ja, super Veranstaltung. Ne? War wieder super interessant. Auch ich habe übrigens ein offenes Ohr. Also wenn es wirklich Fragen gibt, die sich hier ans Bundesverkehrsministerium zu wenden sind, schreibt mir eine E-Mail, ne, jandirks@bmvd.bund.de. So, und aber ansonsten muss ich sagen, ja, ich freue mich schon auf die nächste Veranstaltung, weil es ist super interessant. Es war ein so breites Publikum und auch so breite Diskussionsteilnehmer. Ja, ich bin wie immer ganz baff und freue mich aufs nächste Mal. Dankeschön. André. Ja, erstmal vielen Dank für die Plattform und für die gute Moderation, Alex. Fand es auch sehr angenehm. Ich hoffe, dass wir auch bald aus diesem ganzen Regularienwust raus sind und dass es für viele Leute einfacher wird. Und aber ich denke, dass alles ganz, also dass es wird. Deepool und so, das sind alles, das sind immer Entwicklungen. Es ist zwar alles noch nicht perfekt, aber es sind immer, man muss gucken, wo schlägt die Nadel aus. Ich denke, dass es wirklich in eine gute Richtung geht. Da gibt es auch andere Länder, wo die Nadel auch woanders ausschlägt. Deshalb bin ich ja sehr froh, hier in Europa zu sein, auch in Deutschland. Das muss ich auch mal ganz klar sagen. Und ja, dann bald Dronic FPV-Webinar, würde ich sagen. Hä? Wir machen was. Ich glaube, das wird viele Leute interessieren. Die können ja mal ihre Hand heben. Ja, ja, unser Treffen haben wir da offen. Also ich sehe schon, wir haben einen Grund, dass wir uns endlich mal wieder in Frankfurt treffen. Wir haben es ja nur jetzt verschoben. Aufgehoben haben wir es ja nicht. Aber siehst du, als ich dich gefragt habe, was kann ich denn beitragen, hast du für heute richtig viel noch dazu beitragen können. Habe ich dir gesagt, ich stelle dir die richtigen Fragen. Ja, Hans, du bist dran. Ja, wir als DMV, wir hoffen natürlich, dass die Modellflieger bald die Betriebserlaubnis erteilt bekommen. Ansonsten auch vielen Dank an alle Teilnehmer. Das war heute wirklich ein interessanter Abend für uns alle, glaube ich. Und wir als DMV, wir sind natürlich gerne auch in der Zukunft mit dabei. Bringen uns dort ein, ja, auch in Zusammenarbeit mit Herstellern oder auch mit euch und mit den Ministerien und Behörden. Wir sind jederzeit auch ansprechbar und vielen Dank nochmal. Auch vielen Dank an dich, Hans. Ja, Christoph, dürfen wir dich auch wieder bald begrüßen in der Runde, wenn wir Fragen an dich haben. Ja, gerne. Dürft ihr immer gerne fragen und ich freue mich, hier gewesen zu sein. Danke für die Einladung und für die interessanten Gespräche. Ich finde, es waren tolle Themen. Ich finde es spannend. Es war immer spannend, es ist spannend, es wird auch spannend bleiben in dieser Branche. Sie wird sich in so viele Richtungen weiterentwickeln, dass es bestimmt nicht langweilig wird. Und ja, wir bleiben am Ball und hoffen, dass wir hier viele Copterpiloten weiter ermöglichen können, so zu fliegen, wie sie gerne fliegen möchten. Vielen Dank, Christoph. Florian. Ja, mir bleibt nur zu sagen, steckt den Kopf nicht in den Sand, macht weiter, gebt nicht auf, haltet noch ein bisschen durch. Wir kennen eure Sorgen und Nöte. Wir wissen beispielsweise, dass 4 Kilogramm in A2 nicht ausreichend sind, um innerorts vernünftig mit Koptern zu fliegen. Wir stehen im BVCP in Kontakt, wir stehen
mit dem DMFV in Kontakt. Wir stehen mit allen in Kontakt und wir versuchen, diese Probleme zu transportieren, zu lösen. Nur das geht jetzt mit Europa nicht mehr alles ganz so schnell wie früher rein national. Da sind halt auch noch andere Gesprächspartner dabei und andere Interessen. Und wir versuchen, das alles anzubringen. Und wir sind nicht gegen euch, wir sind für euch. Nur wir müssen im Rahmen des Regulativs halt arbeiten. Das ist Fakt, darüber diskutieren wir auch nicht. Und damit müssen wir halt klarkommen, bestmöglich. Und es kann nur besser werden. Vielen Dank, Florian. Jetzt kommt der, das beste Mikro heute Abend hat und die schönste Stimme dabei hat und darf jetzt die Runde spielen. Und der am wenigsten gesagt hat heute, aber es war für mich super interessant, euch mal zuzuhören auch, ja, weil ich bin ja eher so der Hobbypilot, auch wenn ich hin und wieder Aufträge fliege. Aber man sollte auch als Hobbypilot einfach nicht vergessen, dass das Ganze auch Spaß machen soll, auch wenn es viele Gesetze gibt. Die meisten halten sich an die Gesetze und wenn man das tut, dann sollte man sich den Spaß auch nicht verderben lassen, also sollte auch nicht schief gehen. Und ja, das ist das Wichtigste, Spaß haben und einen guten Flug weiterhin an alle. Und an alle draußen, habt einen schönen Abend, wir bedanken uns und ich sage, bis bald mal. Ja, danke. Ciao. Tschüss. Ciao.